So, dann müssten wir jetzt quasi, hoffe ich, online sein und man müsste uns hören. Warum auch immer, hört man uns jetzt auch hier auf dem Desktop-Audio. Hört sich richtig gut an. Es hört sich eigentlich richtig gut an, aber ich glaube, die Ja. Leute hören uns Ja, die jetzt, mit live auf jeden ich Fall. glaube, die Leute hören uns jetzt zu dreimal. Hui, geht schon los. Servus, Tag auch. Einen Geht schon wunderschönen, los? aber ich habe hier drei Audioquellen. Das Das ist ist nicht was, geil. was mir nicht gefällt. Wir sind noch am Tüfteln. Leute, gebt uns noch einen kleinen Moment. Ja, Gebt aber uns. Toni da, Toni ist da. Aber doppelt müssten wir sein, oder? Was sagt der Chat? Wie ist unser Sound? Was sagt ihr? Ja? Hört sich gut an. Hört sich gut an? Ja, dann gehen wir mal ins Bild, hätte ich gesagt, Ja, ne? komm. Ja, ich folge dir. Patrick. Einen wunderschönen guten Tag Guten heute. Abend. Ja, guten Abend. Seht ihr? Sound ist gut, sehe ich. Der Monitor steht relativ weit weg. Ich habe ja schon zu Hause, ihr kennt uns ja, oder mich. Passt links und rechts. Ja, das ist der Sound. Das sind unsere Mikros, das ist den Mikros geschuldet. Ah, das ist sehr gut. Mein Punkt. werter, geschätzter Uffasser. Kollege hat uns den Chat auch rangeschoben und meine Kurzsichtigkeit ist somit auch gar kein Thema mehr. Echo, Echo, Echo. Aha. Also müssen wir wahrscheinlich ein bisschen ruhiger reden. Holger Okay. hat einen roten Kopf. Nervös? Ja, natürlich. Oh, Ich auch. der Das erste Mal erste. aus dem Studio, Leute. Ja. Was sagt ihr? Also es ist leider noch nicht ganz fertig geworden. Holger, gehst du noch ein bisschen zur Seite? Natürlich. Wir haben versucht, das ein bisschen wie zu Hause zu machen. Hier mit dem Sons of Battery und so weiter. Ne? Dann haben wir hier hinten, haben wir meine Folien. Ja, die sind hier. So, seht ihr? Und jetzt ist aber das Ganze im Stehen und ich habe eine Hose an. Ich auch. Ja, Du du auch? hast es verlangt. Also, Ja gut, jetzt zum Stream mal. Wir können die aber auch wieder ausziehen dann. ah, Ne? das machen wir später. Machen wir Wir können später. uns ja waschen. Ich habe was dabei. Gell? Ja, Also richtig. Ja, das stimmt. Du Seife hast und Bürste, alles da. an alles gedacht. Ah ja. Ja, Leute, ihr seht schon, wir haben Schwalbe hier. Wir haben da ja auch ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Und Schwalbe auch, vielen Dank nochmal. Ja, gerne, gerne. Mach das Mikro ans Hemd. Ans Hemd, sagst du? Dann mache ich das Mikro ans Hemd. Stumm? Komisch? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht stumm, eigentlich müsste man uns hören. Dein Mikro kratzt, Patrick. Okay, ist es jetzt besser? Wir brauchen euch jetzt mit dazu. Aber bei mir funktioniert es, das Das Mikrofon Mikro. an der Kehle? Besser? Okay, keine Erfahrungswerte mit dem Mikro, aber es ist gut. Aber ihr müsst uns sagen, ob alles gut ist. Wie gesagt, wir machen erstmal die ersten 5 Minuten, habe ich ja auch gesagt, Technik. Viel besser? Okay. Ja, willst Schön. du vielleicht auch noch bei dir irgendwie Sollen mal? wir da auch noch was ändern? Ja, er ist auf der anderen Seite. Vorsicht, kein Knopf drücken dabei. Ja, ich bin Dann hängst du es vorsichtig. nämlich auch an deinen Pulli. So, dann hängen wir es Weil wenn da er an. erstmal anfängt mit reden, Dann höre ich nicht mehr auf. dann ist hier Also, vorbei, ne? Das sage ich euch. wobei ich habe keinen Alkohol getrunken, gell? Also Noch nicht. noch nie. Ja, Mensch, Schwalbe. Genau. Frisch siehst du aus. Du bist schon lange dabei. Ja. Die Leute kennen dich auch. Wer bei der Eurobike war, der wurde von dir schon bearbeitet. Beziehungsweise die wurden von mir bearbeitet. Genau, die wurden von dir bearbeitet. Und etwas höher bei ihm. Naja, gut, jetzt lassen wir es mal. Müsste eigentlich funktionieren. Ach so. Du meinst das Mikro höher? Mensch, komm, da kommt Okay. mal der Tonmann hier und macht das Ding mal Oh, so. jetzt Da fummel hat's. ich ein bisschen an die rum, das haben wir Oh. schon vor. Da können wir auch ein bisschen vor der Cam. Ja, genau. Top, ja. Und Schwalbe stellt sich auch euren Fragen. Also, wenn ihr einen Fragenkatalog vorbereitet habt, Mike zum Beispiel, der gerne mal etwas fragt, oder auch der Ralf, haut raus. Was ist die beste Reifenkombi und haut einfach alles raus. Ansonsten haben wir eine kleine Präsentation vorbereitet, die wir aber nicht so wie in der Schule machen, dass sie irgendwie eine halbe Stunde geht. Ja, eine Dreiviertelstunde dann. Dreiviertelstunde. Ja. Und wir haben ganz viele Videos, die ihr abgedreht habt. Ja, extra für Sons of Battery, extra für heute Abend. Die sind Wahnsinn. wirklich jungfräulich, die werden hier erstmalig präsentiert. Mega, mega cool. Da sind auch, also vieles wisst ihr wahrscheinlich schon, vielleicht auch nicht. Es werden Tipps kommen, es werden Hinweise kommen, es werden Liebeskugeln kommen. Psst. Ach so, darf ich noch nicht sagen? Nee. Gut, dann lasse ich sie noch weg.
wo ihr vielleicht ein Gefühl dafür kriegt, wie so ein Reifen funktioniert. Und tatsächlich jeder, ups, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, jeder weiß, wie ein Reifen funktioniert, aber wenn ihr es mal seht, wisst ihr, dass ihr gar nichts wisst. Also ganz im Ernst, Holger, näher zum Mikro. Näher? Immer noch. Sag immer mal. Noch zu weit weg. Ich bin doch ganz nah dran. Das ist doch unmöglich, was hier schon wieder los ist. So, jetzt machen wir es so. Muss ich lauter sprechen? Vielleicht musst du lauter sprechen. Okay. Wo gibt es die Kappe? Das ist schon die erste Frage. Die wird verlost. Wir haben ein paar Kappen zum Verlosen. Wir haben hier noch ein Gewinnspiel am Start. Ich bitte auch ein bisschen aufmerksam meinen Berichten, meinen Tipps zu folgen. Wir werden dann gegen Ende hier und da mal Fragen stellen. Ja, da kommen so ein paar Fragen. Und dann kann man da auch wirklich was gewinnen. Also Reifen. Ihr müsst aufpassen. Jetzt kommt schon, das ist das, was ich gesagt habe. Ja, die Eins. Du brauchst da nicht viel mit Fragen kommen. Das ist die Eins. Die Eins reicht. Ne? Eine Eins in den Chat und die machen alle beim Gewinnspiel. Hab ich schon mitgekriegt. Der Holger hatte eine ganz tolle Idee und wollte das so machen, dass der Erste, der die Frage beantwortet, gewinnt. Ich habe ihn überzeugt davon, dass bei uns jeder die Chance haben kann. Das heißt, wir stellen Fragen, ihr beantwortet diese im Chat und dann wird random ausgewählt. Der Cyberskull müsste da sein, der sollte mal was in den Chat schreiben, das wäre ganz geil. Dann wüsste ich nämlich, dass er da ist und dann kann nämlich funktionieren die Gewinnspiele auch. Der macht das nämlich. Ihr braucht jetzt noch kein Einser schreiben. Nein. Und es werden auch keine wirklich schweren Fragen sein. Also. Ich habe schon eine Frage. Ach, guck mal, meine Frage ist, wann bekommt man wieder die Supergravity Soft in 29.26? Die ist lieferbar, habe ich dabei. Mein Gott. 29.26, hier steht's. Ach ja. Ja, gut, genau. Der liegt auch schon ein paar Tage bei mir rum. Den unzerstörbaren Eddie, die Big Betty habe ich dabei. Ach so. So, jetzt also erste Frage schon mal. Robert Sardonic. Robert, mein Lieber. Servus. Schau doch lieber in die Kamera. Ich muss in den Chat gucken. Mhm. Also die Kamera, also der Chat ist links von der Cam. Wir kommen leider nicht näher ran. Aber ich zeige euch gleich das erste Video vom Holger. Und da seht ihr, manchmal ist es in die Kamera zu gucken nicht so ganz so geil. Ja, ich versuche mal, ob ich mir die Maus hier klaue. Ob das auch von hier funktioniert, mal Knüppel. Guck mal, als wär's geplant, muss ich jetzt mal in die Videos gehen. Und werde jetzt mal gucken. Und wie willst du reinstarten? Wollen wir mit einem Video starten oder wollen wir erstmal ein bisschen Präsentation gucken? Ich möchte eigentlich am Anfang ein bisschen was über die Firma erzählen. Eine ganz kleine chronologische Entwicklung der Firma. Seit wann es die gibt, wo sie ihren Sitz hat, was wir so tun. Dann möchte ich kurz über unser Nachhaltigkeitsthema was ansprechen. Mhm. Und dann gehen wir ein bisschen in die Reifentechnik rein. Und dann kommt schon der erste Film. Was wir hier an Filme zeigen, es gibt ja wahnsinnig viele Filme in YouTube über Reifenmontage, die teilweise richtig gut sind, teilweise, naja, ich habe mir da schon einiges angeschaut. Unsere Filme, die wir hier abgedreht haben, für euch oder auch dann in Zukunft für jeden anderen auch so sichtbar ist, was mache ich denn, wenn es nicht klappen will? Also wenn ich Probleme habe beim Demontieren, beim Montieren von neuen Reifen, bei Tubeless-Konversion und so weiter. Und da wollen wir einfach ein bisschen Tipps geben, wie man solche Probleme löst. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Noch lauter sprechen. Ich glaube, okay. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Noch lauter, alles klar. Vielleicht können wir auch Mikros tauschen. Vielleicht ist meins irgendwie lauter. Nein, ist gut, sagst du? Gut, passt. Okay, gut, alles okay. Gut. Aber wir haben hier, die Regie sagt, alles ist cool, weil wir haben nämlich jetzt eine Regie, komm weiter nach vorne, Holger. Noch weiter. Okay, mache ich. Gut, also. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Präsentation rein und starten bei am Anfang natürlich. Genau. Ich hoffe, das klappt jetzt. Achso, das ist deiner, das ist meine, genau. Du. Sieht man die Präsentation jetzt? Nein. Sieht man die Präsentation jetzt? Nein. Doch. Jetzt sieht man sie. Okay. So. Also, ich möchte einfach mal beginnen mit der Vorstellung der Firma. Der Name ist ja Schwalbe, aber die Firma heißt nicht Schwalbe, das ist unsere Marke, unsere Topmarke, sondern es ist die Ralf Bohle GmbH. Und die Ralf Bohle GmbH gibt es schon seit 1900, oder die Firma Bohle gibt es seit 1922 und wir haben damals angefangen mit Export von Fahrradteilen, vor allem Export in andere Länder, europäische Länder, aber auch teilweise nach Fernost.
Und das ging dann einige Jahrzehnte und in der Zeit der 70er, das war dann damals auch im Bereich der Ölkrise, wo dann auch sehr viele Leute aufs Fahrrad umgestiegen sind, 1973 haben wir uns spezialisiert zum Import von Fahrradreifen. Also wir haben dann praktisch nur noch Fahrradreifen gemacht. Am Anfang war es einfach ein reines Importprodukt. Wir sind aus der Tradition ein Handelsunternehmen, das, wie gesagt, Teile exportiert hat, dann importiert. Und 1973 haben wir uns auf Fahrradreifen spezialisiert. Und dann wurde auch die Marke Schwalbe gegründet. Und das wurde dann mit einem Partner in Südostasien, in Südkorea, mit der Firma Hung A, mit der wir heute noch zusammenarbeiten. Also beides Familienunternehmen, die ganz eng miteinander verwachsen sind. Und das hat sich dann 1973 speziell entwickelt. Also ich muss hier ganz kurz rein. Man sieht uns jetzt gerade nicht, weil die Präsentation im Vordergrund läuft und wir sehen jetzt auch gerade keinen Chat. Nur, dass ihr kurz Bescheid wisst. Warum Schwalbe? Warum heißt es Schwalbe? Weil die Firma, die für die Reifen produziert hat, den Namen Swallow hatte. Also den englischen Begriff für Schwalbe. Und dann haben wir das eingedeutscht in den Namen Schwalbe. Okay. Daher kommt das auch. Und in Südostasien ist Schwalbe ein sehr positiv besetzter Begriff für innovative, interessante Produkte. Okay. Und das haben wir dann eingedeutscht. Der Sitz der Firma, also der Ralf Bohle GmbH, ist in Reichshof. Reichshof kennt bestimmt keine Sau. ist etwa 40 Kilometer östlich von Köln, in der Nähe von Gummersbach. Gummersbach kennen bestimmt viele Leute, die im Handball aktiv sind. Dann Bergneustadt kennt man vom Tischtennis her. Also da ist der Sitz der Zentrale. Wir haben verschiedene Tochterunternehmen in europäischen Ländern, in den USA, also in zum Beispiel in Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Italien und Nordamerika. Das sind Tochtergesellschaften, dann exportieren wir unsere Reifen natürlich in viele, viele Länder weltweit, also mehr als 40 Länder werden dann die Reifen exportiert. Bei uns in der Zentrale arbeiten inzwischen ca. 210 Leute und ca. 60 Leute in Tochterunternehmen. Und die Produktionsstandorte sind ja bei unserem koreanischen Partner, Hung A nennt sich diese Firma, die kennt sicherlich auch keiner. Und die haben zwei Produktionsstandorte, einmal in Indonesien, in der Nähe von Jakarta, also auf der Hauptinsel Java, und in Vietnam, in der Nähe von Ho Chi Minh, das ehemalige Saigon. Vietnam ist auch ein ganz wichtiger Standort. Das ist auch ein Standort, wo wahnsinnig viele Fahrradhersteller auch ihre Räder produzieren. Sowohl in Vietnam als auch in Kambodscha, und das ist ja das Grenzgebiet. Und dann ist man natürlich nah an den Produktionsstandorten, um die auch mit den entsprechenden Reifen und Schläuchen zu versorgen. Das ein bisschen zum Unternehmen. Dann sind wir seit 2015 sehr aktiv im Recycling von Fahrradschläuchen. Wir arbeiten da mit dem Fahrradfachhandel in Deutschland und auch inzwischen in Niederlande und ich glaube jetzt auch in der Schweiz, soweit ich weiß, zusammen. Die Fahrradhändler können alte Schläuche sammeln, uns zurückgeben und diese Schläuche gehen wirklich ins Recycling. Die werden gepackt in einen Leercontainer, gehen zurück nach Fernost und werden dann vor Ort wieder über ein spezielles Verfahren der Vulkanisierung wieder in den Produktionsprozess eingeführt. Jeder normale Schwalbe-Butylschlauch besteht zu 20% aus alten recycelnden Schläuchen. Und cool. Der Wunsch war natürlich auch, das mit Reifen hinzukriegen. Mhm. Und das haben wir auch geschafft mit einem Partnerunternehmen in Deutschland. Das ist die Firma Pyrum im Saarland, in Dillingen. Und die haben ein Verfahren entwickelt, das nennt sich Pyrolyse. Da werden dann alte Fahrradreifen, die der Handel auch sammelt und dann zurückgibt, aufgespalten in ihre Bestandteile. Das sind einmal die Grundbestandteile Metall, Karkasse und Gummi. Und das ist erstmal noch nichts Besonderes. Es geht über Schreddermaschinen, es geht über Zentrifuge und so weiter. Und Magnete werden dann die Einzelteile herausgefiltert. Und das Metall geht zum Metallverarbeiter, wird eingeschmolzen, wird wieder zu irgendeinem Stahl verarbeitet. Das Karkassenmaterial geht zum Spezialisten. Und jetzt kommt das Besondere, das Gummi war schlussendlich Abfall. Entweder hat man das in Tatanbahnen, in Gummimatten verwertet oder es wurde verbrannt oder irgendwo entsorgt. Das ist jetzt dieses neue Verfahren, das nennt sich Pyrolyse und das ist im Prinzip ein großer Ofen. Da kommt das Gummigranulat rein und wird unter sehr hohen Temperaturen bei etwa 700 Grad ohne Sauerstoffzufuhr nochmal in seine Grundbestandteile aufgespalten. Und das ist dann Gas, Öl und Kohlenstoff, also Carbon Black, wie man das dann technisch nennt. Das Öl geht zur BASF, so eine kleine Firma in Ludwigshafen. Die Pfälzer lachen immer darüber, wenn ich sage, so eine Hinterhofglitsche in Ludwigshafen. Das ist ein bisschen größer als das. Die veredeln das. Die haben inzwischen auch Anteile an der Firma Pyrum. Die machen daraus dann auch wieder verschiedene Kunststoffe oder auch Kunstfasern, die zum Beispiel auch bei VD wieder in ihre Öko-Klamotten eingebaut wird, also eingearbeitet wird.
Das Gas geht ins Blockheizkraftwerk, wird verstromt, die ganze Anlage läuft komplett autark, also und speist sogar Strom ins Netz ein. Und das Besondere, das Carbon Black, also recycelte Carbon Black, also dieser Kohlenstoff, ist ein wichtiger Bestandteil für neue Gummimischungen von Fahrradreifen. Okay. Und das geht zurück zu uns. Und da werden wir zur Eurobike im Sommer, Ende Juni ist die ja, den ersten Reifen vorstellen, wo der Kohlenstoff, also das Carbon Black, wirklich aus recyceltem Material ist. Ja. Und das ist eine absolute Weltneuheit. Und das ist ein erster Schritt in eine Kreislaufwirtschaft. Und natürlich wollen wir in Zukunft noch mehr Materialien beim Reifen, weil der Reifen besteht ja nicht nur aus diesem Carbon Black, sondern auch anderen Materialien, immer mehr in eine Kreislaufwirtschaft kommen. Hm. Okay. Warte mal, ich gehe mal einmal in den Chat rein und versuche mal zu gucken, ob wir den ordentlich sehen. Da haben wir erstmal den Mr. Eid, den sehe ich als Bild. Warum heißt es Schwalbe? Okay, krass, die Frage haben wir beantwortet. Mr. Eid, Servus. Und an alle anderen, die jetzt eingeschaltet haben, natürlich auch. Manchmal muss man auch Schwalbe auf der Nase fliegen. Okay, okay. Oder weil Schwalbe nicht gerade fliegen kann. Oh. Mr. Eid schreibt, die ersten importierten Reifen von Ralf Bohle hießen Schwalbe. Nein, auf Swallow. Swallow. Swallow, okay. Ja, die kamen aus Südkorea. Und wurden nur eingedeutscht, alles klar. Mhm. Vor meiner Haustür. Schwalbe hat nie selbst produziert, sondern ist ein Handelsunternehmen. Genau, das aha, ist richtig. Guck mal hier, der Mr. Eid. Ja. Ja, sehr schön. Ton sehr gut bei mir, verstehe die Diskussion nicht. Okay, okay, okay. Sehr gut, Umhängemikros wären sinnvoll. Ja, können wir ja alles optimieren irgendwann. Was treibt die Regie im Hintergrund? Höre auf Kopfhörern und denke ständig, hier rennt einer durchs Zimmer. Rolf, bitte Füße stillhalten, jetzt hier aufhören zu rennen. Aber ich kann euch garantieren, wenn einer hier nicht rennt, dann ist es der Rolf. Der hat die Ruhe weg, im Gegensatz zu uns beiden. Gell? Nimmt jeder Händler Reifen zurück? Nein, nein. Also der Händler ist ja frei in seiner Entscheidung und wir haben inzwischen ca. 1500 Händler, das innerhalb von 7 Monaten, die aktiv an dem Reifenrecycling teilnehmen, weil der Händler muss eine Box, der muss Platz haben für eine Box, die hat die Maße von 1,20 Meter mal 1,20 Meter, also einen guten Kubikmeter. Ach, das ist die wir auf der Eurobike genau, gesehen haben. Genau, diese ja. schwarze Box aus recyceltem Kunststoff und die, ja. macht, muss er dann, die macht er dann voll mit alten Reifen ja. und dann lässt er die abholen und das geht dann über eine Spedition und die sammeln das wieder und dann geht das Material zu Pyrom. Okay. Wir haben hier so ein Foto von einem Händler aus Bayern, der hat über 20 Jahre Reifen, alte Fahrradreifen gesammelt. Weil er schon zu der Zeit gesagt hat, er möchte diese Reifen nicht irgendwo auf der Deponie sehen oder dass sie verbrannt werden, ja. sondern dass es ein wertvoller Rohstoff ist. Und der hat gewartet, bis es jemand gab, der wirklich ein Konzept erarbeitet hat, um dieses Material wieder zu verwerten. Okay. Und das ist ein Riesenberg und die haben wir auch abgeholt. Die holt ihr dann ab in diesem Container. Genau, diesem genau. Wobei bei dem Händler haben wir wirklich einen richtigen Container ja, gestellt. Ja, ja, also okay, da würde die Box, da hätte der wahrscheinlich 20 Boxen gebraucht, um das voll zu kriegen. In so eine Box passen circa 200 Reifen rein und dann geht das Material zur Firma Pyrum nach Dillingen, was ich gesagt habe. Und dort wird es dann praktisch recycelt. Gilt die Rücknahme dann nur für Schwalbereifen? Nein, für alle erdenklichen Reifen. Es gibt zwei Ausnahmen. Es gilt nicht für Spike-Reifen, weil die Spikes würden die Schreddermaschinen beschädigen. Ach ja. Und für geklebte Tubular-Schlauchreifen, das gibt es nur noch im Rennrad- und im Cyclocross-Bereich, weil da sind Schläuche drin und Schläuche sind über dieses System nicht recycelbar. Okay. Ansonsten jegliche Art von Fahrradreifen sind geeignet. Okay. Willst du weitergehen? Ja, können wir machen. Also nochmal gerade so die Übersicht. Ach so, ja. Mit Fahrrad- und Schlauchrecycling, also Interesse an der Kreislaufwirtschaft. Und wie gesagt, inzwischen sind es ca. 1500 Händler, die teilnehmen. Wir haben schon über 400.000 Reifen schon zurückgenommen in den 7 Monaten und insgesamt schon ca. 8 Millionen Schläuche. Also das ist schon eine ganze Menge, aber da ist noch Luft nach oben. Also da wo können wir noch ganz schön zulegen. Mhm. Okay, cool. Aber gut, dass so viele dann auch mitmachen. Mhm. Gut, das ein bisschen zum Unternehmen, dass man mal so ein bisschen einen Einblick hat, was die Firma Bohle, was Schwalbe ist, was wir so machen. Der Unterschied zu anderen Reifenherstellern, wir sind ein reiner Fahrradspezialist. Also wir machen ausschließlich Fahrradreifen oder entwickeln und vermarkten Fahrradreifen. Die Produktion ist ja in Fernost bei unserem Partner. Das unterscheidet uns sehr stark von anderen. Wir sind, wie gesagt, beteiligt an dem Unternehmen. Wir dürfen uns auch Hersteller nennen, wobei der Hersteller ist.
unser koreanischer Partner. Und haben natürlich viele, viele Sachen entwickelt in den letzten Jahren und wollen da euch ein bisschen auch gerade in Bezug auf E-Mountainbike ein bisschen Einführung geben. Das Interessante ist immer, wenn ich Diskussionen habe mit Händlern, mit Fahrradherstellern, auch mit Endverbrauchern auf Events, dann wird der Reifen immer aufs Profil reduziert. Also man schaut sich das Profil an und interpretiert im Prinzip, das kann der Reifen, das kann er nicht. Aber das Profil ist nur ein Teil des Reifens. Der Reifen besteht im Grunde aus drei wichtigen Bestandteilen. Das ist natürlich einmal das Profil, damit wird der Einsatzbereich wirklich im Groben definiert. Dann ist es aber auch die Gummimischung, die einen ganz wichtigen Einfluss hat auf die Performance eines Reifens. Und natürlich der Karkassenaufbau, also das Skelett des Reifens. Ja. Und da will ich einfach ein bisschen mal Einblick geben, wie so ein Reifen oder was es da für Unterschiede gibt bei uns. Ja. Da gibt es ja verschiedene Namen. Und wir fangen einfach mal an mit den Karkassen. Das sind praktisch die sogenannten Superkarkassen, the Decade of Super. Und da gibt es 5 verschiedene Aufbauten. Und jede Karkassenkonstruktion, also jeder Grundaufbau des Reifens, hat einen anderen Namen. Mega kompliziert, oder? Ja, aber man kann am Namen oder an der Bezeichnung im Grunde schon erkennen, wo ist eigentlich der Schwerpunkt, wo ist der Einsatzbereich des Reifens. Das ist nichts anderes, also grundsätzlich, das machen alle namhaften Hersteller. Die haben für verschiedene Mountainbike-Reifen auch verschiedene Karkassen. Mhm. Aber jeder hat eine andere Bezeichnung. Okay. Und wir versuchen über unsere Bezeichnungen den Leuten schon irgendwo klar zu machen, wo ist denn der Einsatzbereich? Und da gibt es diese 5 Karkassen, wobei für den E-Mountainbike-Bereich nur 3 schlussendlich in Frage kommen. Das ist einmal die Super-Downhill-Karkasse, also ganz links zu sehen im Bild. Das ist unsere stabilste Karkasse, das sehen wir auch in den Balken am unteren Bereich. Wir haben hier einmal, die Feder soll das Gewicht suggerieren oder aussagen und das Balkendiagramm daneben soll die Stabilität, den Pannenschutz, das Gewicht des Reifens auch suggerieren. Also wir sehen, bei der Super Downhill-Karkasse haben wir relativ schlechtes Gewicht, also der Reifen ist relativ schwer, aber dafür halt unheimlich robust und pannensicher. Ja. Und dann geht es einfach über die Super Gravity, dann sind wir etwas leichter, aber dafür nicht mehr ganz so robust. Und es geht dann rüber über Super Trail, Super Ground bis zu Super Race, wo das genau das Gegenteil darstellt. Gewicht, also die Feder hat eine sehr hohe Anzahl, also sehr leichter Reifen, aber gleichzeitig ist natürlich die Robustheit, die Pannensicherheit des Reifens am niedrigsten. Mhm. Und jetzt kann man natürlich nicht sagen, der eine ist besser als der andere, sondern es kommt darauf an, was mache ich mit dem Reifen. Mhm. Fürs E-Mountainbike ist natürlich eine Super Race Karkasse suboptimal, weil natürlich erstmal die E-Bikes sind ein paar Kilo schwerer, teilweise bis zu 10 Kilo schwerer als ein normales Rad. Ja. Dann natürlich, wenn ich ein E-Mountainbike habe mit richtig Federweg und lass es richtig krachen, dann brauche ich eine stabilere Karkasse. Also die Super Race Karkasse wird eigentlich ausschließlich im Cross-Country-Bereich gefahren, wo es auf Gewicht, Rollwiderstand, Geschmeidigkeit ankommt und der Pannenschutz nicht die alleroberste Priorität hat. Die Super Downhill Karkasse ist auch sehr speziell, die ist extrem stabil aufgebaut und die ist eigentlich ausschließlich für den Wettbewerbsbereich gemacht. Die hat einen extrem hohen Pannenschutz, also rein fürs Abfahren und da gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Varianten davon dann. Okay. Aber die Musik spielt schlussendlich zwischen der Super Gravity, der Super Trail und der Super Ground Karkasse, je nachdem, was für einen Einsatzschwerpunkt ich habe. Wollen wir noch mal ganz kurz in den Chat reingucken, was da so kam? Weil da sind doch einige Dinge aufgeploppt. Die Regie hat es hinbekommen, dass wir fast alles sehen können. Gilt die Rücknahme? Da waren wir nämlich. Cyberskull, Webseite, wäre interessant, wo bekommen ich da Infos? Ich glaube, das geht zum Recycling. Wo bekommt man Infos, wenn sich ein Laden das Recycling kümmern möchte? Also der Fahrradladen meldet sich direkt bei uns und dann kriegt er praktisch die ganzen Zugangsdaten. Da wird aufgeklärt, was er beachten muss, dass diese Box zugänglich sein muss beim Spediteur, dass er mit dem Hubwagen rankommt und dann kann er sich bei uns anmelden. Okay. Genau. Okay, dann gehen wir weiter. Moment. Immer noch Frage, wann gibt es Betty in Gravity 2926 überall ausverkauft, die möglichen Größen für Sendershops? Wie ist die Reklamationsabwicklung? Hat er am Anfang bei Eddie Karkassenprobleme, Riss? Ja. Also normalerweise ist es ja so, eine Reklamation macht man da, wo man das Produkt gekauft hat. Aber wir bieten auch, das ist wirklich eine Sonderstellung auch bei uns, wir bieten die Möglichkeit an, dass der Konsument auch sich direkt mit uns in Verbindung setzen kann. Das geht über die klassische E-Mail-Adresse info@schwalbe.com. Dann schreibst du drauf, zum Beispiel unter Betreff, ich habe eine Reklamation, kurz dazu schreiben, was es ist, und dann melden wir uns normalerweise innerhalb kurzer Zeit und dann findet man da auch eine Lösung.
Aber normalerweise der klassische Weg ist über den Fachhändler oder über den Onliner, über den man das Produkt gekauft hat. Okay. Aber schlussendlich machen auch wir direkte Kommunikation mit dem Endverbraucher. Und die, dafür gibt es ein spezielles Support-Center. Die Online-Shops sind alle ausverkauft mit dem Reifen? Das kann möglich sein, aber es kann auch möglich sein, dass wir die an Lager haben. Da müsste ich gezielt nachschauen. Ich habe aber einen Tipp. Mhm. Und zwar könnt ihr auch bei euren Nicht-Online-Shops, bei euren Händlern um die Ecke mal anrufen und einfach fragen, ob sie den gerade vorrätig haben. Weil das kann wiederum sein. Da spielen natürlich dann wieder die Händler ihre Karten aus, denke ich mal, wenn online alles ausverkauft ist. Natürlich. Der Händler hat sogar die Möglichkeit, also der Händler kauft ja die Reifen nicht direkt bei uns. Das geht ja über einen Großhändler, einen sogenannten Großhändler, also einen Zwischenhändler, der praktisch das Lager für den Händler übernimmt. Und es kann natürlich schon sein, dass ein Großhändler, der macht ja langfristige Bestellungen bei uns, teilweise über Lieferungen ab Lager, teilweise sogar über Direktcontainer. Und je nachdem, wann der natürlich ein gewisses Produkt bestellt hat, kann das auch etwas länger dauern, bis er das kriegt. Aber der Händler hat vor Ort hat immer die Möglichkeit, auch sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Und wenn wir den Reifen an Lager haben, liefern wir da auch kleine Mengen an den Händler aus. Was passiert mit der eingetrockneten Tubeless-Milch beim Recycling? Ich glaube, die Frage geht an mich. Das ist der Blacky, der war nämlich dabei, wo wir den Schlauch dort, ich glaube, das ist sogar sein Schlauch, den wir vorhin ausgebaut haben. Ah ja, okay. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber meine Milch war relativ eingetrocknet. Was passiert mit der eingetrockneten Milch beim Recycling? Ja gut, die wird beim Schreddern, also die schreddert verbrannt. Das da passiert, also da lang die, wichtig ist, dass die nicht flüssig ist. Also wenn der Händler natürlich das in die Box reingibt, den Reifen, dann sollte dann natürlich, wenn die Flüssigkeit noch flüssig ist oder wenn das Sealant noch flüssig ist, sollte das ausgetupft werden mit dem Lappen. Aber ansonsten, wenn es eingetrocknet wird, geht es genauso ins Recycling wie alles andere auch. Okay, dann haben wir noch, wir haben ein Hallo. Sire Lord Dark Knight White. Super Downhill, fährt fast ohne Luft. Ja. Leichte Softmail für vorne, fehlt maximal ein Kilo. Frage, was ist, wenn ich keine Schwalbe Tubeless Milch... Darf ich gerade mal leichte softe Mary für vorne? Genau, das gibt es. Wir haben die Magic Mary seit diesem Jahr auch in dieser sogenannten Super Brown Karkasse und dann liegt die bei 27,5 bei etwa knapp einem Kilo und in 29 Zoll 50 Gramm drüber. Also die liegt um die ein Kilo in der Super Brown Variante. Also das liegt dann an der Karkasse. Was ist, wenn ich keine Schwalbe Tubeless Milch verwende und habe eine Reklamation? Ja, in Bezug auf was? Eine Reklamation, dass er nicht dicht wird, der Reifen? Perfekt, da würde ich mich die Tage mal melden. Ich glaube, jetzt kam die Frage an mit dem Recycling. Holger, wie sieht es mit dem Rollwiderstand aus? Kommt von Bastis, liebe Grüße. Wie stark unterscheiden sich die Reifen? Das, ich glaube, zu dem Thema kommen wir noch. Ja. Das ist auch ganz interessant. Viele denken, dass das Profil den größten Einfluss auf den Rollwiderstand hat. Aber das ist es gar nicht. Das Profil, ob ich jetzt eine Magic Mary, eine Big Betty, einen Hans Dampf habe, in derselben Karkasse, in derselben Gummimischung, sind die Rollwiderstandsunterschiede liegen dabei 1, 2, 3, vielleicht 4 Watt. Aber die Gummimischung hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf den Rollwiderstand. Und da kommen wir nachher dazu. Okay. Die sind seit mehr als einem Jahr ausverkauft. Ich zähle da seit Monaten hinterher. Weiter telefonieren, sorry. Können wir hier, glaube ich, nicht, Das ist schwierig, können wir hier nicht lösen, leider. Vielleicht gewinnst du einen. Ja, wir haben hier ein paar zu verlosen. Ja, also der Gewinner von den zwei Hauptgewinnen, der darf sich ja die Reifen aussuchen. Wir haben jetzt keine feste Vorgabe, was für einen Reifen er bekommt. Also Traktorreifen würde auch gehen. Schwalbereifen. Gut, natürlich. Ich glaube, das wird sicherlich gleich einer im Chat schreiben. Ja, kriege ich auch eben Reifen darum, von dem Hersteller XY oder Z. Genau deklarieren. Ich wäre genauso. Jetzt kommt Mr. Eid, jetzt packt er aus. Schwalbemilch ist Stance-Milch mit anderem Etikett. Genau. Okay. Ganz klar, da stehen wir dazu, das steht auch drauf. Wir haben ganz am Anfang, ich weiß nicht gar nicht, wie lange das her ist, es ist über 10 Jahre her, hatten wir eine eigene Milch, oder nicht selbst entwickelt, aber von einem anderen Hersteller. Und das ist gar nicht so einfach, ein gutes Sealant zu entwickeln. Also es gibt ja da einige Anbieter am Markt und ich weiß auch, wenn ich draußen unterwegs bin beim Handel oder auf Events und du fragst 10 Leute, welches ist das beste Sealant, du kriegst 11 verschiedene Antworten. Reifen ist eh Religion. Nee, auch Sealant, also auch allein vom Sealant und bei Reifen ist es ähnlich, aber beim Sealant ist es fast noch schlimmer und jeder hat da einen anderen und wir testen immer wieder und ich sage euch nur eins, bei uns drücken sich die Hersteller von den Sealants teilweise die Klinke in die Hand oder haben sich die, weil die natürlich auch Partner suchen, die einen guten Vertriebsweg haben über Händler, Großhändler, weil wir die ja sehr eng betreuen und jeder möchte da und verspricht das Blaue vom Himmel und schlussendlich jedes Sealant ist ein Kompromiss.
das muss man ganz klar sagen. Auch das Stance, auch die Stance No Tubes Sealant ist ein Kompromiss, aber nach unserer Meinung, wie gesagt, ist unsere Meinung, ist es einer der besten Kompromisse und es ist weltweit verbreitet, hat einen sehr guten Ruf und es funktioniert. Okay. In sehr vielen Fällen, aber auch das ist nicht perfekt. Perfekt wäre ein Sealant, das super abdichtet, das super Prophylaxe bietet für Durchstiche und ewig hält. Mhm. Leider Gottes kann das keiner. Ich habe auch eine Frage, wo ist der Rabattcode für Sons of Freddy und Schwalbe-Fans? Ja, den gibt es leider nicht. Ja, doch, der Rabatt ist 100% bei unserem Gewinnspiel. Gewinnspiel, genau. Richtig, richtig. Ansonsten gibt es keinen Rabattcode. Man muss ja nicht immer einen Rabattcode machen, ne? Wir gehen wieder zurück in die Präsi. Genau. In die Präsi. Also wir haben jetzt mal so diese verschiedenen Karkassen angesprochen. Wie gesagt, für E-Mountainbikes sind drei Karkassen entscheidend. Die Super Gravity, die Super Trail, die Super Ground. Im Namen ist schon hinterlegt, die Gravity ist natürlich stabiler als die Trail und die Trail ist stabiler als die Ground. Und dementsprechend sind natürlich die weniger stabilen auch leichter. Und so funktioniert es im Grunde bei jedem der namhaften Reifenhersteller. Hier wird es mal noch ein bisschen einen Querschnitt gezeigt. Wir sehen hier den grundsätzlichen Karkassenaufbau. Dann das Gelbe ist dann ein rundumgehender Scheuerschutz, Durchstichschutz für die Seitenwand, für die Lauffläche. Das Grüne ist dann ein Durchschlagschutz, nochmal ein zusätzlicher. Und das Violette ist der sogenannte Schäfer. Das ist das Schutzband, um den Reifenwulst und die Seitenwand am Felgenhorn zu schützen. Und wir können hier gerne ins Detail gehen, aber dieser Reifen ist wirklich sehr, sehr robust aufgebaut. Und gewichtstechnisch zum Beispiel, solche Reifen liegen in 29,24 oder 29,26 irgendwo bei 1350 Gramm. Und die werden teilweise sogar im Downhill-Wettkampf gefahren, diese Karkassen. Also nicht nur die super Downhill-Karkasse, gerade auch bei den Damen, die meistens etwas leichter sind und im Downhill-World Cup, gibt es auch Damen, die wirklich auf die Super Gravity-Karkasse zurückgreifen, weil sie einfach flexibler, etwas elastischer ist als eine reine Downhill-Karkasse. Okay. Dann zeigen wir mal im nächsten Bild einfach mal die Modelle, die es in dieser Super Gravity-Karkasse gibt. Also es ist einmal die Magic Mary, die Big Betty, der Hans Dampf, der Eddie Current Rear, also unser unzerstörbarer, sage ich immer. Warum heißen die alle nach 60er Pornos? Nee, 70er. Ja, 70er Pornos. Ja, ja. Da warst du noch gar auf der Welt in den 60ern. Das ist richtig, in den 70ern auch nicht. Du bist ja noch ziemlich jung. Ich war nicht älter, als ich bin. Ja, das ist, da werde ich immer wieder gefragt, wie kommt ihr auf die Namen? Ja, da sitzen wir echt zusammen oder unsere Produktmanager, unsere Entwickler, auch externe Berater. Und da wird wirklich, das ist manchmal das Komplizierteste überhaupt, diese Namen zu erfinden. Ich kann mal so eine Anekdote erzählen. Der Hans Dampf, das war lange umstritten, bis wir den Namen Hans Dampf auf den Markt gebracht haben. Der hieß mal, also da waren dann schon Prototypen, Mustermengen für die Hersteller, für die Fahrradhersteller. Der hieß mal Flojo, sollte der heißen. Flojo? Also, ja, genau. Und da gibt es sicherlich, ich weiß nicht, vielleicht 100 Reifen irgendwo. Meistens sind dann verschrottet worden. Aber hier und da kann es sein, dass Fahrradhersteller noch irgendwelche Muster irgendwann in der Ecke liegen haben, die Flojo heißen. Und irgendwann wurde dann der Name Hans Dampf, weil der Reifen wurde marketingtechnisch auch sehr stark für den amerikanischen Markt entwickelt und wollte da einen coolen deutschen Namen haben. Und dann kam dann der Hans Dampf auf den Markt. Bei Big Betty war es auch so. Der hätte auch ganz anders heißen sollen, aber da haben wir dann wirklich zum Schluss den Rückzieher gemacht. Der sollte mal Dirt Reynolds heißen. Dirt Reynolds. Geil. Und dann haben wir auch einen Patentanwalt und der natürlich auch diese Sachen prüft und dann Dirt hat er gesagt, Reynolds. Leute, in Amerika, da ist das Risiko groß, dass wir mit der Familie von Burt Reynolds Probleme kriegen könnten wegen Namensrechtsverletzungen. Schlussendlich haben wir dann entschieden, nein. Und das war dann so knapp schon, da war schon die Präsentation für unsere Hersteller schon alles. Und dann hat man gesagt, wir greifen auf einen klassischen Namen. Big Betty gibt es ja schon länger, da gab es ja schon ein Vorgängermodell und der ja ähnliches Profildesign hatten, den gleichen Einsatzbereich. Und dann hat man sich auf den Namen Big Betty festgelegt. Und dann gibt es auch noch ganz, ganz schlimme Namen, die wir als Arbeitstitel hatten. Der Dirty Dan, der hieß als Arbeitstitel Schlampe. Ja, das kennen wir auch. Ja, genau, aber da waren wir viel früher dran. Ja. Also, aber natürlich war klar, dass dieser niemals wirklich... Hättest du heute, glaube ich, ein Problem. Ja, da hätte ich ein Problem, das ist sexistisch. Aber natürlich ist natürlich ein witziger Arbeitstitel. Also da wird immer wieder auch jongliert und manchmal wird wirklich auf Spitze auf Knopf ganz zum Schluss erst die Entscheidung getroffen. Ich hatte schon damals immer für meinen BMX die Crazy Bobs, waren immer heiß begehrt und heute noch super, kommt auf Twitch. Auf Twitch sind wir übrigens auch online, aber da wird das Gewinnspiel leider nicht funktionieren. Also wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, das ist ein guter Hinweis, dann kommt bitte auf YouTube,
weil dieser Bot funktioniert entweder oder, leider nicht auf beiden. Wir haben da rumgetüftelt, aber es geht nicht. Er läuft leider nur auf einem. Dann kommt die nächste Karkasse, das ist eigentlich so die Universal-Karkasse im E-Mountain Bike-Bereich. Die Super-Trail-Karkasse, die ist insgesamt, hat die weniger Karkassenlagen, also die hat dann im Prinzip diesen typischen 3 Lagen Lauffläche, 2 Lagen Seitenwand plus dieses gelbe Snake Skin, das rundum geht. Das unterscheidet uns auch zum Beispiel von anderen Herstellern. Die haben auch Seitenwandschutz, aber nichts unter der Lauffläche zusätzlich. Und der Apex, das ist so ein typischer technischer Begriff im Reifenbereich, das ist im Prinzip eine zusätzliche Gummierung oder ein Textileinlager. Bei uns ist es aus Textil, das die Durchschlagsfestigkeit des Reifens erhöht. Aber insgesamt ist alles etwas filigraner, etwas schlanker ausgeführt wie bei der Super Gravity Karkasse. Und dadurch sparen wir auch etwa 100 bis 120 Gramm Gewicht. Also bei uns ist auch so, die Karkassen, diese 5 verschiedenen Karkassen, wenn man da denselben Reifen nehmen würde, in derselben Dimension, derselben Gummimischung, derselben Profil und jeweils die unterschiedlichen Karkassen, hätten wir immer Gewichtssprünge von etwa 100 bis 120 Gramm. Mhm. Das ist sehr stringent und dadurch ganz klar, der schwerere Reifen ist der robustere, der steifere Reifen, der leichtere Reifen ist der flexiblere, der leichtere, der schnellere Reifen. Und das unterscheidet uns auch teilweise von anderen Herstellern, die teilweise viel geringere Abstände zwischen den verschiedenen Karkassen haben. Okay. Aber bei uns ist relativ klar definiert. Okay. Und dann kommt jetzt mal einen kurzen Überblick, welche Reifen es in der Super Trail Karkasse gibt. Also es ist auch Magic Mary. Also man sieht wieder, Magic Mary ist fast überall vertreten. Big Betty, Hans Dampf. Dann kommt schon die nicht ganz so Gravity-lastigen Reifen, Nobby Nick, Wicked Will. Aber natürlich auch wieder dann der Eddy Current Front. Der hatte dann Super Trail Karkasse. Mhm. Und dann kommen wir noch zur Super Brown Karkasse, das ist ja unsere robuste Einstiegskarkasse für einen sehr breiten Einsatzbereich im technischen Fahren. Ich sage immer, das ist eine Karkasse, das ist für Leute, die schon auch wirklich aktiv Offroad unterwegs sind, aber eher auf Flowtrails, auch auf Hometrails in Mittelgebirgsregionen, wo es noch nicht so steinig, so felsig ist, noch nicht so extrem steil bergab geht. Da komme ich mit einer Super Brown Karkasse super zurecht. Und wie gesagt vorhin, der Kollege hat ja gefragt, 1000 Gramm eine Magic Mary in 27, 5, 24 oder 29, 24, kommen wir sehr nah an die 1 Kilo ran. Ja. Okay, ich gehe einmal raus aus der Präse und wir gehen mal kurz in die Kommentare, dass wir die immer ein bisschen mit auffangen, also nicht sauer sein. Super Trail habe ich Angst, dass ich zerstöre oder meine Felge bei Super Trail. Nochmal, wo sind wir? Hier oben, guck mal, hier. Bei Supertrail habe ich immer Angst, dass ich die zerstöre oder meine Felge. Ja gut, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Je nachdem, wo fährst du, wo ist dein Schwerpunkt beim Fahren oder welchen Druck fährst du? Natürlich kann ich eine leichtere Karkasse durch einen höheren Luftdruck kompensieren. Dann erhöhe ich wieder die Sicherheit. Aber dann verliere ich natürlich Grip. Also der Luftdruck ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Systems. Profil, Karkasse, Gummimischung, Luftdruck. Und natürlich kann ich bei der stabileren Karkasse niedrige Drücke fahren und dadurch erzeuge ich mehr Grip. Und sicherlich muss ich bei einer Supertrail-Karkasse 2, 3, 4 Zehntel bar mehr Druck fahren, als wenn ich denselben Reifen in Super Gravity fahre. Mhm. Und dann kommt es, wie gesagt, darauf an, wie aggressiv ich fahre, wie hoch meine Sprünge sind ins Flat oder in die Schräge, wie krass das Gelände ist. Also ich sage immer, wenn ich im Gardasee unterwegs bin, diese klassischen Trails, die ja sehr, sehr ruppig, sehr scharfkantiges Gestein haben, da fahre ich lieber ein sichereres Material, fahre ich im Mittelgebirge, fahre ich im Schwarzwald, fahre ich bei uns in der Firma, ist das Oberbergische, sehr, sehr erdige, flowige Trails, die keine extrem steilen Abfahrten haben, dann kann ich auch leichtere Karkassen fahren. Wird ein reiner auf EMTB Enduro geschnitzter Reifen in Zukunft kommen, fragt Thomas Müller. Ja, den Eddy Current haben wir ja schon, aber da kann ich euch sagen, da sind wir auch dran, dieses Produkt weiterzuentwickeln. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Okay, aber das ist schon ein kleiner Hinweis auf mögliche Innovationen. Ja, natürlich. Also wir werden immer die nächsten Jahre, nächstes Jahr steht was an, eher dann im Wettkampfbereich, Downhill kommt was Neues. Und sicherlich wird auch im Bereich spezielle Enduro-Reifen Gravity für E-Mountainbikes da was kommen, weil einfach auch gerade diese Rennserie Enduro Race, EMTB, mit Uphill, mit extremen Uphill-Trails, aber auch ganz ruppigen Abfahrten, da wird was kommen, sicherlich. Was haben wir hier noch? 120 Gramm gespart, kann ich in der Regel mehr mitnehmen. Der Eddy ist ein Bremsklotz und auf Matsch nicht so toll, aber sonst prima. Okay, also, das mit Matsch,
gebe ich dir vollkommen recht, je nachdem, wie klebrig, wie dickflüssig der Matsch ist, also gerade so lehmige Böden, setzt sich dieser Reifen deutlich schneller zu als eine Big Betty zum Beispiel oder eine Magic Mary, steht außer Frage. Bremsklotz bezieht sich meine, also für unsere Überzeugung nur aufs Gewicht. Natürlich, der Eddy Current ist ja unser unzerstörbarer E-Mountainbike-Reifen, der wahnsinnig robust ist. Im Grunde ist es ein runtergezoomter Motocross-Enduro-Reifen, also Motorradbereich. Klar, durch dieses hohe Gewicht hat er eine höhere Trägheit beim Beschleunigen, beim Verzögern. Das macht den Reifen träge, aber der Rollwiderstand des Reifens ist verdammt gut. Und der hat die Addict-Soft-Mischung und der rollt zum Beispiel insgesamt etwas besser als eine Magic Mary. Aber Rollwiderstand ist nur ein Teil des Systems. Mhm. Das, was du meinst, ist ganz sicher auch die Trägheit des Reifens, das Gewicht, die Masse. Und das macht natürlich das Rad natürlich träger. Okay, wir gehen zurück in die Präsentation. Mhm. Krieger, moin. Wir gehen zurück in die Präsentation, dass wir da... Genau, hier nochmal den Aufbau der Superground-Karkasse. Hier sieht man, hier fehlt zum Beispiel dieser Apex, also dieser Durchschlagschutz, dieser zusätzliche. Und dadurch wird der Reifen natürlich wieder leichter, aber natürlich wieder empfindlicher gegen Durchschläge. Ganz klar. Also gut. Ganz klar, sobald ich Gewicht sparen möchte, muss ich Material einsparen. Ja. Ich muss einen weiteren. Ja, genau, geh mal eins weiter. Zack. Dann haben wir noch die Modelle und da sieht man dann schon, eine Superground-Karkasse geht dann wirklich bis in den Cross-Country-Race-Bereich rein. Reifen wie Racing, Ralph, Racing Ray, Rocketron, die eigentlich im E-Mountainbike-Bereich fast gar keine Rolle spielen. Hier geht es dann wirklich in den Bio-Bike-Bereich rein, in den Cross-Country-Race-Bereich. Aber man sieht, also gerade auch die Magic Mary gibt es wirklich in allen drei oder vier Karkassen. Es gibt ja noch eine Downhill-Karkasse und geht runter bis zur Superground-Karkasse. Zieht sich komplett durch, ja. Und das ist auch das Interessante. Ich lese auch immer wieder in irgendwelchen Chats, dann heißt dann, der eine sagt dann, Mensch, die Magic Mary ist super pannensicher, super gut. Und der andere schreibt, oh Gott, ist die scheiße, der dauernd Pannen. Ja, welche Magic Mary, und von welcher sprechen wir denn? Von welcher Karkassenkonstruktion? Also das ist halt auch ganz, ganz wichtig zu wissen, welche Version ist dann. Und das ist bei den anderen Herstellern genau dasselbe. Mhm. Okay, und jetzt sehen wir? Jetzt kommen wir zu den Gummimischungen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist oft so in den Gesprächen mit Bikern, mit Händlern, dass der Reifen aufs Profil reduziert wird. Also im Profil wird sofort gesagt, der Reifen kann das oder kann das nicht. Aber das ist allein nicht entscheidend. Es ist die Kombination aus Profil, das den Einsatzbereich vorgibt. Wie wir vorhin gesagt haben, ein Eddy Current ist ganz klar sehr, sehr gut auf steinigem, auf aggressivem Gelände, aber nichts im Schlamm zum Beispiel. Da ist er nicht dafür gemacht. Da sind die Blocks zu eng, zu massiv, zu eng beieinander. Aber ich habe natürlich viel Kontakt, wenn ich auf felsigem Untergrund bin. Und eine Magic Mary ist deutlich offener, hat eine bessere Selbstreinigung, die funktioniert natürlich auch im Schlamm besser. Okay. Und dann natürlich, also die Karkassenkonstruktion ist wichtig für den Einsatzbereich. Einmal fahre ich eher wellige, flowige Trails, habe keine so großen, starken Abfahrten. Dann kann ich eher eine leichtere Karkasse fahren, wiege selber nicht so viel. Also das Gesamtgewicht ist relativ gering, aber sobald es halt das Gesamtgewicht hochgeht, der Abfahrtsbereich, das Gelände rauer wird, steiniger, dann ist natürlich eine stabile Karkasse wichtig. Ja. Dasselbe gilt für die Gummimischungen. Hier gibt es auch vier verschiedene Gummimischungen, die wir anhand der Farbe und des Namens unterscheiden. Und da wird ja immer wieder auch die Frage gestellt, mein Gott, da ist ein Farbstreifen auf dem Reifen. Ja. Und zum Beispiel orange, blau, rot oder violett. Und was hat es eigentlich auf sich? Und wir unterscheiden die Gummimischungen anhand der Namen und an der Farben. Und das kommt aus dem Rennsportbereich, im Motorrad- und Automobil-Rennsportbereich, Formel 1 oder MotoGP oder egal, was es da gibt. Da werden die Reifen auch mit unterschiedlichen Gummimischungen gefahren. Und das wird auch anhand von Farbstreifen gemacht, um das zu erkennen. Und wir haben, die heißen bei uns Addicts. Also Addicts ist die bestmögliche Gummimischung. Das ist der Überbegriff, ist einfach ein Kunstwort. Und dann gibt es halt vier verschiedene Addicts-Mischungen bei den Top-Mountainbike-Reifen. Es gibt die Addicts Speed, die Addicts Speed Grip, die Addicts Soft und die Addicts Ultra Soft. Auch hier ist im Namen im Grunde schon der Einsatzbereich hinterlegt. Eine Addicts Speed, also ganz klar schnell, ist eine schnelle Mischung. Das ist eine Mischung, die einen sehr hohen Rebound hat. Und das zeigen wir euch jetzt gleich mal im Film, wie unterschiedlich die sind. Das ist eher im Cross-Country-Race-Bereich. Und das andere Extrem, die Violette, die Addicts Ultra Soft, ist natürlich eine spezielle Abfahrtsmischung im Enduro- und Downhill-Race-Bereich, die extrem auf Grip getrimmt ist, aber dafür halt andere Eigenschaften hat wie die Addicts Speed. Und jetzt würde ich euch gerne mal unseren Film mit den sogenannten Liebeskugeln zeigen.
Den Film mit den Liebeskugeln, da muss ich hier erstmal umbauen. Da gehe ich jetzt erstmal zurück. Und dann gehe ich nochmal ganz kurz in die Fragen, bevor wir in den Film gehen. Okay, ja, genau. Wir haben einmal den Krieger, der hat gefragt, die Automaten, an denen du die Schläuche ziehen kannst. Mhm. Wer ist dafür verantwortlich? Schwalbe? Wahrscheinlich, aber wer macht die? Nein, also ganz klar, wir sind verantwortlich für die Automaten, also wir, wir bieten die dem Händler an, der Händler kauft die von uns, aber ansonsten, der Händler ist ein Eigentümer dieses Automaten und er ist für den Automat zuständig. Okay. Aber wir sind natürlich der Vertreiber dieser Automaten. So steht auch schon weiter unten. Genau. Sorry, die Frage wurde dann schon okay. von mehreren Leuten, auch von Michael Wald. Ah, der Micha, hi Micha, grüß dich. Ins Krankenzimmer. Was soll dein Elefant wie ich am besten fahren, Grins? Also ein Elefant. Mike also, ungefähr nur groß. Ich sag dir eins, fahr Eddie, dann hast du deine Ruhe. Eddie. Eddie Current, ja. Front und Rear. Und wenn der passt, hast du einen super stabilen Reifen. Jetzt geht's um Gummi. Klebrig ist geil, gut, alles klar, weiter geht's. Mal eine Frage, wer geht für mich dann zum Dienst? Ach so, okay. Also Rollwiderstand und Grip. Ja, da ist was dran. Also das zeigen wir auch gleich. Also Rollwiderstand, grundsätzlich ist es so, es ist immer ein Zielkonflikt. Natürlich, es gibt vier Eigenschaften, die eine Gummimischung können muss im Grunde. Das ist einmal Grip, soll natürlich eine Gummimischung haben. Sie soll gut rollen, sie soll sehr haltbar sein, sie soll eine gute Dämpfung haben. Und diese vier Eigenschaften, die widersprechen sich massiv. Also wenn ich eine Gummimischung auf Grip oder Dämpfung trimme, dann geht es immer zulasten vom Rollwiderstand und auch zulasten der Haltbarkeit. Wenn ich eine Gummimischung auf den Top-Rollwiderstand trimme, dann hat die einen sehr hohen Rebound, was wir jetzt gleich zeigen werden. Ja. Dann geht es immer zulasten des Grips. Die große Kunst ist es, also wir haben einmal die beiden Extreme, die rote, die RX Speed, die halt extrem auf Rollwiderstand getrimmt ist, aber dafür Schwächen im Grip hat. Und die ans andere Extrem, die RX Ultrasoft, die extrem auf Dämpfung und Grip getrimmt ist, also vor allem für halt Downhill- und Enduro-Wettkampf, aber dafür Schwächen hat in der Haltbarkeit und im Rollwiderstand, was im Downhill-Bereich nicht wirklich wichtig ist. Und dann gibt es halt die anderen beiden, die RX Soft und die Speed Grip, und das sind Kompromisse. Da versucht man irgendwo einen guten Mittelwert hinzukriegen. Ja. Und das ist eigentlich die große Kunst. Die große Kunst sind nicht die zwei Extreme, sondern die beiden Mischungen dazwischen, die eher unspektakulär sind, aber die es schaffen, trotz einen guten bis sehr guten Grip hinzukriegen und gleichzeitig trotzdem eine vernünftige Verschleißfestigkeit und einen ordentlichen Rollwiderstand zu generieren. Okay. Dann gehen wir ins Video. Genau. Dann gehen wir mal rein. Das ist schon spektakulär. Ob das hier alles funktioniert, knüppelt. Jetzt müsst ihr uns wieder sagen, ob ihr Sound hört. Das ist ganz wichtig. Weil wir das nicht 100% verifizieren konnten. Aber es müsste eigentlich alles gehen. Ich mache währenddessen unsere Mikrofone mal aus. Bist du sicher, dass du im richtigen Video... Ja genau, die Nummer 11. Die Nummer 11 war es, genau. Dann gehen wir da mal rein. Immer wieder werde ich gefragt, was es mit den Farbstreifen auf der Lauffläche in sich hat. Wir haben ja vier verschiedene Farben. Müsst ihr uns sagen, ob ihr Ton Violett, Orange, Blau und Rot. Und das zeigt die unterschiedlichen Gummimischungen, die wir bei den Top-Performance-Evo-Reifen verwenden im Mountainbike-Bereich. Und der Robert wird euch ein bisschen erklären, wie die Unterschiede dann auch dazu sind. Genau, über den Compound können wir halt auch die Fahreigenschaften wesentlich beeinflussen. Und je nachdem, was ich für ein Einsatzgebiet habe, was ich für Anforderungen an den Reifen habe, wo ich unterwegs bin, macht es halt mehr oder weniger Sinn, gewisse Eigenschaften mehr oder weniger Wert drauf zu legen. Deswegen haben wir verschiedene Compounds im Sortiment. Zum Beispiel für den Cross-Country-Bereich, für Fahrer, die sehr wenig Rollwiderstand wollen, die möglichst schnell und effizient von A nach B wollen, haben wir noch einen RX Speed auf dem einen Extrem und auf dem anderen Extrem, wenn wir in den Downhill-Sport gehen, wo wir extrem viel Grip, extrem viel Dämpfung haben wollen, als Gegenpol RX Ultrasoft. Um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, was das für Unterschiede dann auch hat, habe ich hier mal zwei Kugeln vorbereitet. Genau, und RX Speed hat den roten Streifen, also die Farbe Rot. Und RX Ultrasoft hat die Farbe Violett. Also durch anhand der Farbe weiß man sofort, welches Compound wird verwendet. Genau. Und ein wesentlicher Unterschied ist halt die Dämpfungseigenschaft. Über die Dämpfung bekomme ich auch irgendwo den Grip und habe halt dieses kontrollierte, sichere Fahrverhalten. Wenn ich das einfach jetzt mal verdeutliche und lasse die beiden Bälle fallen, sieht man halt schon einen wesentlichen Unterschied. Ultrasoft dämpft viel mehr. Dementsprechend wesentlich ruhiger, ich generiere mehr Grip, habe dadurch auch etwas mehr, einen höheren Rollwiderstand, einen höheren Verschleiß, ist halt bei uns wirklich ein Wettkampf-Compound. Und auf der anderen Seite RX Speed, sehr niedriger Rollwiderstand, dafür nicht ganz so hohen Grip. Und dazwischen haben wir noch zwei andere Compounds, das ist halt einmal
ne, EdX Ultrasoft, EdX Soft, EdX Speed Grip und EdX Speed. So dass man da, je nachdem, was für einen Einsatzbereich ich habe, wo ich unterwegs bin, halt teilweise oder in der Regel noch innerhalb eines Reifens verschiedene Optionen habe, um den Reifen einmal mehr in die eine oder in die andere Richtung quasi fein. Ich sage auch immer, es sind ja drei Faktoren, die einen Mountainbike-Reifen ausmachen. Das ist einmal das Profil, das sieht man von außen, das kann man sehr gut interpretieren, wo dann der Schwerpunkt des Einsatzes ist. Dann natürlich die Gummimischung und das dritte ist dann noch die Karkasse, also die Stabilität des Reifens. Je stabiler die Karkasse, umso härter kann ich den Reifen rannehmen, aber umso schwerer wird er auch natürlich. Leicht, und deshalb werden im Cross-Country-Race-Bereich eher leichte, flexible Karkassen verwendet, und je mehr ich Richtung abfahrtsorientiert, Richtung Downhill Wettkampf, Enduro-Wettkampf gehe ich eher zu den stabilen Karkassen. Aber das sind Faktoren, die ich nicht sehe. Ja. Und ich sage dann auch immer, jetzt nehmen wir mal eine Magic Mary und dann würde ich einmal in Ultrasoft fahren und in Speed. Das wär, obwohl der Reifen dieselbe Dimension hat, dieselbe Größe, denselben Luftdruck, alles gleich ist Karkasse, nur die Gummimischung unterschiedlich. Das wären Welten, wie unterschiedlich dieser Reifen wäre. Ja, ich meine, in Speed haben wir den nicht Magic Mary auch gar nicht, Sinn. Weil es vom Profil her, es muss halt irgendwo im Balance sein. Aber wenn man es machen würde, wird man halt deutlich einen Unterschied feststellen. Genau. Was man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen kann, es macht natürlich auch Sinn, vorne und hinten unterschiedliche Modelle zu fahren. Ja. Also wir empfehlen klassischerweise vorne einen griffigeren Compound. Dafür kann man da tendenziell eine etwas leichtere Karkassenkonstruktion wählen. Hinten eine stabilere Karkassenkonstruktion und vielleicht ein etwas rollwiderstandsoptimierteres Compound, sodass ich da die ideale Balance habe, weil oftmals ist es halt so, wenn ich vorne wegrutsche, habe ich wesentlich mehr Trouble oder liege wahrscheinlich schneller auf dem Boden, als mir lieb ist. Hinten kann man es oftmals noch handeln und durch die Gewichtsverteilung, ne, das meiste Gewicht ist auf dem Hinterrad, deswegen hinten eine sichere Karkassenkonstruktion. Mit einer leichter rollenden Gummimischung, mit einer haltbareren Mischung und vorne eher auf Sicherheit Grip gehen. Um so halt das Optimum rauszuholen. Abschließend nochmal, um das ganze Thema zu verdeutlichen, und alle vier Compounds zu vergleichen. Ich probiere es mal alle gleich zu halten. 1, 2, 3. Und jetzt hört man uns auch wieder, weil wir müssen das alles noch ein bisschen manuell machen. Aber ihr solltet uns jetzt wieder hören. Ihr gebt uns ganz kurz wieder, das hat eben super funktioniert, der ganze Chat ist durchgedreht. Man hört uns. Schön. Ich habe gerade gesehen, der Obi-Wan Kenevo. Genau, wir haben Fragen. Gefragt. Genau, ganz interessante Frage. Bringt es was, hinten eine härtere Mischung zu fahren, um den Rollwiderstand fühlbar zu reduzieren? Eine sehr gute Frage und die kann ich mit Ja beantworten. Es ist, sagen wir, beim E-Bike vielleicht nicht ganz so wichtig, weil wenn ich natürlich einen dicken Akku und einen dicken Motor habe, den ich nicht ausreize, dann muss ich hinten nicht gezwungenermaßen einen Reifen, eine Gummimischung fahren, die besser rollt, aber einfach die Verschleißfestigkeit ist besser. Aber ganz klar, wir empfehlen grundsätzlich Kombinationen, ähnlich wie bei den Karkassen. Ich fahre zum Beispiel also immer vorne, wenn ich unterschiedliche Gummimischungen fahre ich vorne die weichere und hinten die etwas härtere, damit der Reifen besser rollt, weil der Großteil des Rollwiderstandes, auch vom Körpergewicht, beim Berghochfahren auf der Ebene liegt ja die Masse des Gewichtes des Körpers auf dem Hinterrad. Ja. Also wird auch der Großteil des Rollwiderstands hinten erzeugt. Ja. Also macht es natürlich Sinn, klar, zum Beispiel vorne ultrasoft und hinten soft zu fahren, wenn ich wirklich eine super Performance-Mischung möchte, die halt in der Abfahrt im Nassen wahnsinnig viel Grip generiert. Oder ich fahre vorne soft und hinten Speed-Grip. Also immer die eine Stufe drunter. Bei den Karkassen mache ich es im Grunde genauso. Hinten habe ich mehr Gewicht, hinten ist die Gefahr des Durchschlags höher. Also nehme ich hinten entweder mehr Luftdruck oder ich nehme die stabilere Karkasse. Vorne kann ich etwas leichtere Karkassen fahren, weil vorne einfach die Belastung nicht so hoch ist. Und genauso ist es bei den Gummimischungen. Andi antwortet ihm auch. Ja, aber dafür auch weniger Grip. Ne? Genau. Wenn ich zum Beispiel natürlich sehr großen Wert lege, mit meinem E-Mountainbike technische Uphills zu fahren. Das ist ja die neue Herausforderung. Also ich fahre E-Mountainbike und fahre Bio-Mountainbike und ich fahre mit dem E-Mountainbike ganz andere Touren. Ja.
Ich fahre da auch Uphill-Trails mit den Kumpels und da geht's natürlich um Grip. Und dann ist natürlich schon besser, wenn ich hinten auch eine weiche Mischung fahre. Solange es trocken ist und solange es nicht so extrem ist, kann ich immer etwas härtere Mischungen fahren. Aber je extremer das Gelände wird, umso mehr Vorteile habe ich natürlich mit einer weicheren Mischung und mit einer härteren Karkasse, die natürlich vom Luftdruck reduziert werden kann. Weil auch Luftdruck hat einen wahnsinnigen Einfluss auf den Grip des Reifens. Ich habe hier einen. Auch der OB-Rollwiderstand bringt Balkenangst. Kennst du die Balkenangst? Ja, ich kenne das auch. Ja. Das ist, ja, da hast du absolut recht. Ich fahre ja auch, ein Lightwheel 301C, mache mal ein bisschen Werbung für Lightwheel, geile Marke, aber andere machen auch ganz tolle, Orbea und wie sie alle heißen. Also es gibt da keinen wirklichen Markenhersteller, der da Schrott produziert. Und ich habe einen Shimano EP8 und einen 630er Akku drin und ich bin ja auch kein Leichtgewicht, habe auch über 90 Kilo und wenn wir dann irgendwelche Uphill-Trails fahren, da zieht es da schon ganz schön den Saft aus der Dose, also mein lieber Schwan, und da habe ich dann manchmal auch ein bisschen Bedenken, dass der Akku nicht hält, ganz klar, aber es macht dann einfach Spaß. Das sind ja aber die Besten, guck mal, du siehst top aus, ich bin kein Leichtgewicht, das ist zum Kotzen, aber gut. Stopp, der ist noch drüber. Servus. Empfehlung für XC. Wetter trocken, Racing Ray vorne und welche Ausführung Compound und hinten Thunderbird? Ja. Scheiße, jetzt ist gesprungen. Moment, bist du noch weiter oben, ja? Ja. Ja klar, Racing Ray ist auf jeden Fall im Großkantebereich ein hervorragender Vorderradreifen, der auch in schwierigem Gelände richtig gut funktioniert für einen Cross-Country-Reifen. Also wir reden jetzt von einer ganz anderen Kategorie, wobei es da ganz, ganz wenige E-Bikes gibt. Es gibt natürlich jetzt diese neue Light-Kategorie, wo man sowas auch fährt. Wobei wir eigentlich sagen, im E-Bike ist es Minimum, ein Wicked Wheel zu fahren. Einfach von der Stabilität. Ein Racing Ray, das ist natürlich schon ein richtiges leichtes Teil. Und da musst du schon Kompromisse eingehen, ein paar Zehntelbar mehr Druck fahren. Schon ist die Gefahr eines Durchschlages natürlich irgendwo schon da. Aber natürlich, okay, ein Racing Ray, und hinten würde ich nicht auf einen Thunderbird gehen, ich würde schon eher auf einen Racing Ralph gehen. Der Thunderbird ist schon sehr leicht und ein sehr spezieller Reifen. Okay. Bist du in der, nee, wir waren bei den Liebeskugeln. Genau. Und die haben wir hier auch dabei. Und die finde ich so faszinierend. Nur, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, Rolf, wir müssten theoretisch die Kamera ändern, ne, dass man sieht. Die Regie geht jetzt gerade mal an die Kamera. Wir ziehen die Bäuche ein, beziehungsweise ich ziehe den Bauch ein. Und dann haben wir hier nämlich die Liebeskugeln. Und das haben wir auch weg. Und dann haben wir mein Mauspad und den Aerotanschlauch haben wir auch nicht. Hier, nimm du mal die Liebeskugel. Ich kann damit nicht. Mal, Moment. Das ist eher so dein Ding. Mal weg. Also wir nehmen wieder die zwei Extreme, wie im Film. Also wir haben einmal die violette, die Ultrasoft-Mischung, und die rote, die Speed-Mischung, die wir im E-Mountainbike Reifenbereich gar nicht anbieten. Also wirklich die reine Cross-Country-Mischung. Und wir sehen hier, jetzt lassen wir mal die rote fallen, diese rote Mischung, diese Gummiball. Speed-Mischung, die springt wie ein Flummi. Und ja, das heißt praktisch, die Verformungsenergie, die Gummimischung erhält, die wird praktisch fast 1:1 zurückgegeben. Also es wird kaum Energie in Wärme umgewandelt. Der Rebound ist sehr hoch und durch das wird sehr wenig Energie in Wärme umgewandelt und das ist gut für den Rollwiderstand. Dadurch rollt der Reifen wirklich gut, aber dafür fehlt es mir natürlich an dem letzten Quäntchen Grip. Das muss man ganz klar sagen. Und das krasse Gegenteil nochmal, die Ultrasoft-Mischung, also die violette, die RX Ultrasoft, die hat einen wahnsinnig geringen Rebound, also die saugt praktisch die Energie, diese Verformungsenergie, direkt schön auf, verformt es, also wandelt es in Wärme um und das erzeugt Grip. Und das macht euch einen Reifen, das lässt den Reifen auch satter liegen. Bei gleichem Luftdruck liegt der Reifen bei Schlägen, die dann das Fahrwerk abbekommt, viel, viel satter im Gelände. Und dadurch rutscht auch der Reifen viel schlechter weg oder hält viel länger auch im Grenzbereich als diese Speedmischung. Und wie ich vorhin auch gesagt habe, der Kompromiss liegt irgendwo dazwischen. Die orangene, also die Softmischung, hat dann schon einen etwas höheren Rebound, also wie die Ultrasoft, also springt dann schon ein bisschen mehr, aber noch lange nicht so stark wie die violette, und die blaue springt dann noch etwas mehr. Das sind auch die Farben von den Reifen. Also die Farbstreifen auf den Reifen. Genau, genau. So wie wir es hier haben, zum Beispiel den Eddy Current. Man kann es mal zeigen. Der Eddy Current hat jetzt den orangenen Farbstreifen und das ist die Softgummimischung. Also das ist der sehr gute Kompromiss im Bereich Enduro All Mountain. Im cool. Dann haben wir das auch mal jetzt gesehen. Jetzt werden immer wieder gefragt, ja, gibt es jeden Reifen in jeder Gummimischung? Da gehen wir vielleicht mal kurz in der Präsentation weiter. Und da gibt es natürlich bei uns im Katalog und auf der Homepage, heute wird ja das alles eher digital angeschaut,
Moment. Ich bin zu schnell. Genau. Ja, jetzt mit alter Mann hier. Die nächste Seite, genau. Zack. Noch eine Seite weiter. Zack. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Übersicht. Hier wird wirklich gezeigt. Das erschlägt mich jetzt schon wieder. Wir haben oben die Konstruktionen stehen, also die 5 verschiedenen Karkassen von Super Downhill bis runter zu Super Race. Dann die Modelle, die wir haben, von Magic Mary bis Fatbike-Reifen, Almeidina ganz unten. Und dann entsprechend und in der Mitte dann praktisch die farbigen RDX-Mischungen. Und jetzt sieht man zum Beispiel, unter der Rubrik Super Downhill gibt es nur Ultrasoft-Mischungen. Alles andere macht keinen Sinn. Im Bereich Super Gravity gibt es Ultrasoft und Soft. Im Super Trail-Bereich geht es dann runter bis auf RDX Speed Grip. Und im Super Ground-Bereich gibt es dann also praktisch nur noch ein paar wenige Soft Speed Grip und teilweise auch schon Speed-Mischungen. Und im Super Race-Bereich gibt es nur Speed Grip und Speed. Also da, wo es Sinn macht, werden auch diese Mischungen eingesetzt. Mhm. Und nochmal, das machen nicht nur wir so, das machen andere Hersteller auch. Aber die nennen das anders und es ist nicht so übersichtlich oftmals. Aber im Grunde ist es kein Hexenwerk. Jeder versucht natürlich, seine Top-Produkte dann so abzustimmen, dass es passt. Ja, klar. Gehen wir ins Nächste. Ja, genau. Dann der vierte Punkt. Also wir haben ja jetzt praktisch das Profil, die Karkasse, die Gummimischung und das vierte ist dann der Luftdruck. Und dafür haben wir auch für die Mountainbiker eine wahnsinnig gute Seite. Das ist der Pressure Prof. Also das könnt ihr dann bei uns über die Homepage könnt ihr da drauf gehen. Ihr könnt es auch direkt eingeben in den Browser. Und da kann man dann verschiedene seine Angaben angeben. Also was man wiegt, was für ein Rad man hat, E-Bike, Bio-Bike, was für eine Reifenbreite, was für eine Karkassenstabilität. Und dann empfiehlt der Pressure Prof einen Luftdruck. Ach, da kommt geil, zum Schluss ein Luftdruck raus, der für dich im Grunde ideal ist. Und da kann man sicherlich noch 1-2 Zehntel hin und her abweichen, ein bisschen spielen, aber im Grunde ist es dann schon so der Luftdruck, der ideal ist. Aber das ist doch eher jetzt so für, wenn ich jetzt rein starte in die ganze Thematik, weil sobald du am Trail stehst, kommt ja der erste, Moment, ich mach mal hier den hier, so, ich mach mal hier runter, der kommt ran, drückt deinen Reifen und sagt, Alter, bist du bescheuert, und geht erstmal an dein Ventil und lässt erstmal Luft raus. Das ist schon der erste Fehler, weil am Reifen selber kannst du kaum erkennen, wie der effektive Druck ist, weil eine Super Gravity Karkasse fühlt sich ganz anders an, als eine Super Trail oder Super Ground Karkasse, die ist viel weicher. Da brauche ich dann das hier, ne? Genau, da brauchst du einen Luftdruckprüfer. Zum Beispiel unseren Air Max Pro. Das war jetzt nicht geplant. Aber das macht dann Sinn. Ja, genau. Also deswegen allein mit dem Fingerdruck. Natürlich, wenn du immer am Luftdruck spielst, an deinem eigenen Reifen, dann hast du ein gewisses Gefühl dafür. Aber du kannst nicht einfach. Aber du weißt, was ich meine. Das ist immer so. Ja, ja, du kannst nicht einfach beim anderen hingehen und da dranlangen und sagen, der ist zu viel, zu wenig. Weil der kann das nicht bestimmen, wie der Druck ist. Es kommt auf die Karkasse an. Ja, okay. Ich gehe wieder zurück in die Präsentation. Und natürlich ist es so, je stabiler die Karkasse, je breiter der Reifen, umso geringer kann der Luftdruck sein. Und je leichter, je dünner die Karkasse und je schmaler der Reifen, umso höher muss der Druck sein. Und die Frage ist cool, findet man die Grafiken aus der Präsentation auch online? Die anderen Fragen gehen wir noch durch. Also die Präsentation könnt ihr ja praktisch auf YouTube. Auf YouTube. Ja, ihr könnt es jetzt quasi angucken als PDF, denke ich mal. Meint er. Welche Grafik meinst du die jetzt? Ich glaube, dass jetzt diese Präsentation, die wir hier sehen, soll man die zum Download verfügbar? Ja, natürlich. Also dann haben wir die ab morgen die zum Download, können wir die reinballern. Die findet ihr dann auf? Wir kommen ja sowieso nicht ganz durch. Also ich habe ich habe eine riesen Präsentation und wahnsinnig viele Filme. Wir können ja am Schluss endlich nur einen Teil davon wirklich Du bestimmst ja auch das Tempo. Tempo ja, aber... Komm, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Putzen. Nein, aber wenn du sagst, wir gucken jetzt ein Video, was passt, dann gucken wir ein Video, was passt. Also wir haben 11 Videos. Nee, aber es war ja eh klar, dass wir nicht alle zeigen. Aber ich denke mal, Schwalbe kommt wieder, vielleicht auch mit einem Rabattcode. Wenn ihr zuschaut, Schwalbe. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir ja keine direkte Geschäftsbeziehung mit dem Endverbraucher haben. Wir arbeiten ja ausschließlich über den Großhandel. Stimmt, das... Das ist schwierig. Gut, lass uns aber das Preis, aber es gibt immer ein paar gute Preise von uns. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal auch einen Partner, einen Shop-Partner, bei dem ihr dann wieder... oder bei Fitbikes im Online-Shop könnt ihr nämlich auch gucken. Natürlich. Gut, wir gehen nochmal in die Präsentation. Wir sind beim Pressure Proof. Also da kann man sich so ein bisschen nachrichten, aber ich glaube, du kriegst dann mit der Zeit eher ein Gefühl, ne? Also ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Bist du nochmal zurück oder ist das eine weiter? Nein, wir können jetzt weitergehen, genau.
So, jetzt haben wir dann natürlich die verschiedenen Reifen aus der MTB-Palette. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Das sind natürlich jetzt die Modelle, die für ein E-Mountainbike interessant sind. Das geht von Wicked Wheel, also im Prinzip. Nee, so gehen wir da nicht drauf ein, wenn es fürs E-Mountainbike interessant ist. Ja, nee, wir haben ja die Modelle ja schon alle besprochen. Ich möchte jetzt mal ein bisschen darauf gehen. Wir gehen mal ein paar Seiten weiter und dann Empfehlungen, Tipps. Ich versuche mitzuklicken. Nochmal gehen wir weiter. Das sind ja die einzelnen Modelle. Und jetzt kommen wir zu den kennt ihr doch alle. Best-Use-Vorschlägen. Das ist ja immer auch, was die Leute interessiert. Mensch, was nehme ich denn für was? Und wir haben ja natürlich eine große Auswahl. Und jetzt haben wir hier natürlich verschiedene Kombinationen. Oh, jetzt geht es natürlich rein in die Religion. Ne? Das ist ja das, was bei uns in der Gruppe... Natürlich ist es auch nicht wirklich in Stein gemeißelt, aber das passt schon ziemlich gut. Mhm. Dann kommen wir mal die nächste Seite. Jetzt kommen wir zum... Also für die Leute, die es richtig krachen lassen. Also wir nennen es Enduro Race. Ja. Genau, sowas kriegst du jetzt. Du kriegst ja jetzt sowas montiert. Auf dein Orbea. Also hinten zwar jetzt keine Big Betty. Wir haben uns für ein Eddy entschieden, weil du gesagt hast, du möchtest einfach noch ein bisschen mehr Robustheit haben. Richtig. Aber vorne so kriegst wie du zum ich Beispiel, auch bin. Du kriegst vorne eine Magic Mary in Ultrasoft montiert. Wichtig ist, dass ich mich noch bewege und auch wenn ich aus dem Hof fahre, noch... 99%. Hör mal, du hast ja einen dicken Akku drin. Also hör mal, und sogar noch mit zusätzlichem Extender. Also, also da hast du ja über wahrscheinlich 1000 Wattstunden, oder? Ja, drüber. Ja, genau. Also, aber ich will jetzt nicht flexen. Also ganz klar, hier haben wir jetzt natürlich die Kombination, die auch im Enduro-Bereich also wirklich sehr gern gefahren wird. Vorne Magic Mary in der Ultrasoft-Mischung, in der Super-Gravity-Karkasse, um den hohen Bahnfluss zu kriegen. Und hinten dann eigentlich, um den Rollwiderstand zu vermindern, weil im Enduro wird natürlich auch berghoch gefahren. Im Enduro sowieso, da sind Uphill-Sektionen dabei, da ist das so ein bisschen wichtig, dass der Rollwiderstand auch nicht zu schlecht ist, dass ich nicht zu viele Körner verbrauche und dann fahre ich eine Big Betty in Super Gravity Soft hinten. Ich habe vorhin die Frage gehabt, warum fahren so wenig Big Betty vorne? Ich finde es auch ein bisschen schade, es ist kein reiner Hinterradreifen, die Magic Mary ist auch kein reiner Vorderradreifen, aber es hat sich so rauskristallisiert, dass die Magic Mary wirklich wahnsinnig gut am Vorderrad funktioniert. Die Downhiller, die fahren Magic Mary auch hinten, weil da geht es halt nur bergab, ganz klar. Hier muss ich dann praktisch keine Antriebskräfte übertragen, also dass ich irgendwo berghoch fahren muss. Und die Big Betty hat ganz klar Vorteile, nicht nur im Bremsverhalten, sondern auch in der Traktion. Also wenn ich praktisch auch berghoch trete. Und da ist die Big Betty natürlich am Hinterrad besser als eine Magic Mary. Und genauso die Magic Mary hat am Vorderrad einfach noch eine bessere Führung als eine Big Betty. Das sind Nuancen, trotzdem könnte man beide Reifen jeweils vorne und hinten fahren. Aber das hat sich so rauskristallisiert. Also wie gesagt, das ist wirklich die Hardcore-Kombination, um wirklich auf Sekundenjagd zu gehen und das Bestmögliche an Performance, an Grip und Sicherheit herauszuholen. Also wie wir vorhin gesagt haben, vorne die weichere Mischung, hinten die etwas allround-tauglichere Soft-Mischung. Schnitz hat übrigens eben statt Best Use Beate Use gelesen. Ach. Hör mal, ja gut, kaum fangen wir an mit Liebeskugel und dann geht's schon los. Dann also sag's immer im Thema. Unglaublich. Willst du weitermachen oder soll ich? Wie sage ich immer bei uns, ihr Drecksäuber, euch gefällt mir's. Dann bist du hier richtig. genau. Ich gehe mal weiter. Du kannst eigentlich auch am Monitor gucken, weißt du? Da musst du eigentlich nicht mit deinem hier... Gut, dann kommen wir extrem, Enduro extrem. Machst du trotzdem, ne? Genau, ich mach's trotzdem. Kommst nicht weg davon, Ich bin das gewohnt. Gut. Ich bin das von anderen Schulungen gewohnt. Also Enduro extrem, hier geht es dann wirklich darum, eine wahnsinnig hohe Stabilität zu generieren. Und der Eddy Current ist einfach unsere unzerstörbare E-Mountainbike-Kombi. Das ist auch wirklich eine Reifenkombination, die wir ganz gezielt für ein E-Mountainbike entwickelt haben. Also wir empfehlen diese Reifenkombination nicht wirklich für nicht motorisierte E-Bikes. Mhm. Oder nicht motorisierte, ich bin beschissen, nicht motorisierte Bikes. Weil sie steigt. Und die ist natürlich wahnsinnig stabil. Die haben massive, gerade der Hinterradreifen, der Eddy Current Rear, hat massive Schulterblocks, Profil, ist relativ eng. Es kommt ein bisschen aus dem Motorrad-Trial-Bereich, dieses Profildesign. Und das ist halt ganz klar auf hohe Belastungen ausgelegt. Natürlich hohe Laufleistung. Aber wie vorhin schon einer gesagt hat, das ist sicherlich nicht der ideale Reifen für schlammiges, tiefes Geläuf. Das ist eher für Stabilität, Haltbarkeit, Pannenschutz und für felsiges, steiniges Gelände ideal geeignet. Habe 2,8er. Große Nachteile zum 2,6er, abgesehen vom Gewicht? Ihr müsst das Gesicht sehen. Das ist jetzt so eine Philosophie. Also ich bin am Anfang auch 2,8er gefahren. Ich bin wieder zurückgegangen zum 2,6er. Der 2,8er hat einfach einen Vorteil. Natürlich, ich kann mit dem Luftdruck noch etwas weiter runtergehen. Sicherlich noch 2 Zehntel, 3 Zehntel Bar zum 2,6er. Dadurch kann ich noch mehr Grip generieren.
für den Tourenfahrer, der ist nicht ganz so extrem, also extrem auf Speed beim Backup-Fahren Wert legt, hat 2,8er-Reifen klare Vorteile, weil er einfach noch besser, noch komfortabler ist, unheimlich viel Grip generiert. Aber je sportiver man ist, je sportiver man fährt, umso weniger Feedback bekommt man von so einem Reifen. Und der wirkt dann, bei sehr harten Beanspruchungen wirken solche breite Reifen sehr schwammig. Und okay, dieses wahnsinnig breiten Reifen, also früher hat man ja sogar noch 3,0er gehabt, ja, teilweise, aber da ist man ganz weggekommen. Aber auch vom 2,8er kommt man immer weiter weg, zumindest bei der Masse der E-Biker. Je breiter der Reifen ist, umso geringer ist das Delta beim Luftdruck. Also so, umso genauer muss der Luftdruck stimmen, um das Optimum herauszuholen. Okay. Zwischen, dass der Reifen zu hart, zu unhandlich wird, also zu so bounced und wegspringt, und zu weich, dass er schwammig wird. Mhm. Und das ist halt, je breiter der Reifen, umso enger wird dieses, dieser Bereich, wo mein Arbeitsbereich, mein idealer Arbeitsbereich ist. Mhm. Deswegen 2,8er ist interessant für Leute, die eher komfortabel unterwegs sein wollen, wo auf Sicherheit Wert legen, aber nicht die alleraggressivsten sind. Und je aggressiver der Fahrstil ist, je schneller, je härter man bergab ist, desto eher tendiert man auch eher zu 2,6er oder teilweise sogar zu 2,4er Reifen. Also ich kenne im Wettkampfbereich, im Downhill auch, da fährt kaum einer an 2,6er Reifen. Die fahren fast alle 2,4er, weil die sagen, ich verzichte lieber auf ein paar Prozent Sicherheit, Prozent Grip, aber dafür habe ich ein besseres Feedback vom Untergrund. Okay. Also der Reifen bietet mehr Feedback. Ja. Gute Antwort. Wir gehen wieder rein in die Präsentation. Welchen haben wir jetzt bei mir eigentlich drauf gemacht? Ja, ich sehe hier auch was. Schreibt einer 2,6 vorne, 2,4 hinten. Das ist auch so eine Diskussion, die ich auch verfolge, gerade auch auf Sons of Battery. Ich gucke immer mal so in die Reifenchats, ja, rein. Manchmal gebe ich auch einen Kommentar, meistens halte ich mich zurück. Aber momentan bist du sehr aktiv, muss ja, ich sagen. Ja, genau. Und da kommt ja immer wieder da die Frage, ja, vorne breiter als hinten. Ja, das kann man machen, aber ich bin beim E-Mountainbike da nicht so. Also das ist meine persönliche Meinung. Das ist nicht alles glückselig machen, was ich hier sage, aber mein Empfinden ist eher, beim E-Mountainbike fahre ich hinten eigentlich mindestens die gleiche Breite wie vorne. Weil ich möchte ja die Traktion berghoch haben, wenn ich Trails berghoch fahre. Und durch das höhere Gewicht ist der Pannenschutz reduziert sich beim schmaleren Reifen und ich muss höheren Druck fahren. Und dann verliere ich einfach Grip. Und hinten ist einfach die Gefahr des Durchschlages höher als vorne. Also ich persönlich, bei uns ist unsere Philosophie, ist eigentlich vorne, hinten gleiche Breite, oder je aggressiver ich unterwegs bin und je mehr ich das Feedback vom Untergrund bekommen möchte, fahre ich vorne eher einen Tick schmaler. Also eher, mhm, eher vorne. Beim Bio, also beim nicht motorisierten Bike, Push-Bike, da kann man, ja genau, gute Aussage, da kann man sicherlich vorne auch mal breiter fahren. Komm mal ein Stückchen vor. Ja, genau. Danke. Okay. Da sieht man meine Kappe nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, jeder hat ein bisschen anderes Empfinden, aber das ist so ein bisschen unsere Meinung zu der Geschichte. Aber da kann man wirklich auch unterscheiden. Es gibt nicht diesen Königsweg. Es gibt nicht die Idealvorstellung. Ja. Aber war gerade interessant, weil einer geschrieben hat, vorne breiter als hinten. Es kam wieder ein Haufen Fragen rein. Also Wir müssen da gleich nochmal durchgehen. Mr. Hundewelpen. Hundewelpen, oh ja, ich weiß, was er meint. Ja, ich glaube, ich weiß auch, was er meint. Das ist ein Kumpel von mir, ein Buddy, ein Bike-Buddy. Ach so, okay. Ja. Wir haben hier, Beate Use empfiehlt DD, Doppel-D-Karkasse, aber gut. Doppel-D-Karkasse haben wir nicht. Das ist eine andere Firma, die kenne ich gar nicht. Die kenne ich gar nicht. Hatte mit dem Eddy 20 Kilometer Reichweite. Okay. Weniger. Gegenüber was denn? Gegenüber welchem Reifen? Gegenüber welchem anderen Reifen? Er darf gerne ans Hessen. Wir haben in Hessen ein großes Treffen. Da bist du herzlich zu eingeladen. Da kannst du das alles nochmal, kannst du deine Liebeskugel mitbringen. Das ist schön mit Feuer und allem. Ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt schon angemeldet sind, aber da wird es auf jeden Fall groß. Wo wird es sein in Hessen? Ja, das sagt dir gleich der Chat. Okay, gut. In Hessen. Ja, in Hessen, ja. Das ist groß. Ich wohne ja gar nicht weit weg von Hessen. Das sagt dir jetzt gleich der Chat, würde dir das sagen. Wollen wir in den nächsten Reifen gehen? Ja, genau. Oder in die nächste Combo? Genau. Warte mal. Doch. Dann Enduro Performance. Also das ist dann so für die Leute, die sehr lange Touren fahren, die einfach lange Uphills fahren, viele Höhenmeter machen, aber schon auch die richtig
knackigen Trails bergab fahren, endlich hast du mal eine gescheite Kappe auf. Mann, ich warte schon die ganze Zeit drauf. Die habe ich schon die ganze Zeit schon. Ja, genau. Mensch, die schöne, die ist sie schöner als meine? Man sieht es nicht. So, hör auf, das hört sich jetzt ganz wild an. Achso, ja, okay. Wild wie mein Orbea. Also die Enduro-Performance-Kombination wird dann vor allem in dem Bereich All-Mountain-Trail-Bike, E-Bike gefahren. Da ist dann der Hans Dampf, hat einen sehr harmonischen Stollenaufbau, der ist nicht so aggressiv im Schulterbereich und dadurch, der spart auch ein paar Watt Rollwiderstand durch das Profil. Wie gesagt, die Gummimischung ist ja alles entscheidend, aber auch der Reifen kann selbst auch das ein bisschen unterstützen. Das ist so für die typischen Mountainbike, All-Mountain-Tourenfahrer, die viele Höhenmeter machen, Alpenüberquerungen zum Beispiel im E-Bike, wo jetzt das letzte Quäntchen Grip aber im Uphill nicht so entscheidend ist, sondern eher vielleicht ein bisschen Reichweite und trotzdem eine sehr sichere Kombination. Okay. Vorne wieder Magic Mary, dann in Soft, in der Super Trail, also in der etwas leichteren, in der mittleren, schweren Karkasse und hinten dann die Big Betty auch in der Super Trail Karkasse. Das ist eine sehr gute Kombi für den ambitionierten, auch technischen Fahrer, aber der lange Touren macht. Ja, also hier hast du die Antwort auf Hessen, Vogelsberg, Rodenkopf. Ah ja, okay. Hohe Rot. Nur noch jetzt, irgendwelche das bist du jetzt schweinische. Der hohe also Vogelsberg Rotkopf. Weiß ich, wo das ist, ja. Gut. Scheiße, mein Admin geht jetzt ins Bett. Das heißt, die Gewinnspiele. Wir müssen jetzt mal ein Gewinnspiel hier raushauen. Ne? Also, wie viel kommt denn bei dir in der Präsentation noch? Wie viele Seiten sind das noch? Das ist schon noch. Es sind noch ein paar Minuten. Lass uns mal mit dem Gewinnspiel. Ja. Ist das in Ordnung? Cyber, ist das in Ordnung? Wenn wir jetzt mal ein bisschen Gewinnspiel machen, was wollen wir raushauen? Also, wie hauen wir es raus? Jetzt müssen wir erst mal gucken. Wir brauchen eine Frage. Ja, wir brauchen eine Frage. Also, erstmal, wir haben ja zwei Reifensets zu verlosen und das Schöne ist, der oder die Gewinner oder Gewinnerin oder der Gewinner darf sich wirklich aus dem kompletten Schwalbe-Sortiment aussuchen, welche Reifenkombi er möchte. Das ist geil. Deswegen, wir haben jetzt keine feste Vorgabe. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, wir können es liefern. Wenn es nicht lieferbar ist, dauert es vielleicht ein paar Wochen länger. Aber insgesamt sind wir relativ gut lieferfähig. Also die Person sucht sich dann diese Reifenkombi aus. Mhm. Und da haben wir dann zwei Sets, die wir verlosen. Dann haben wir Tubeless Sets, die bestehen aus 8 Teilen. Also da ist das Sealant, da ist das Easy Fit, also das Gleitmittel. Dann das die Tubeless Ventile. Das Tubeless Klebeband, was wir alles haben, der Reifenheber, der Luftdruckprüfer, alles dabei. Da haben wir drei komplette Sets dazu. Ach, Reifen, Flickzeug. Der Clueless Patch, der hilft auch, das Ventil besser abzudichten an der Felge. Aber es ist auch nicht, brauchen Flickzeug. Gut, genau. Dann haben wir hier die legendären, ich Reifenheber. Liebe sie. Es gibt kein, jetzt, egal ob Schwalbe oder wer auch immer, ob ihr da seid oder nicht, diese Dinger sind voll geil und die helfen auch beim Waschmaschine. Was? Ja, ich habe die benutzt, um die Waschmaschine hochzudrücken und dann habe ich sie verhebelt. Okay. Und dann konnte ich dieses Rädchen drin. Super geil. Was die alle möglich Wahnsinn. Sind, genau. Was haben wir noch? Ein paar Aufkleber und natürlich die schöne Jeans-Tasche dabei. Dann haben wir noch die Jeans-Tasche. Genau, das ist alles in dieser Tasche drin. Die ist wahnsinnig gut. Und dann haben wir noch. Und? Die kennt ihr? Macht die Kamera scharf? Patrick hat mir da ein Pärchen davon geschenkt. Ich glaube, meine Bike-Buddies am Wochenende, ich fahre ja nach Finale eine Woche zum Biken, die werden mir die abschwatzen. Also die meisten haben das, glaube ich, schon hier im Chat. Aber dann haben sie es nochmal. Genau. Warum ist das hier offen? Nochmal Glück gehabt. Also ich packe das jetzt hier alles rein. Wir machen jetzt hier Fischmarkt. Hier alles rein jetzt. 9,99. Nee, bei uns kostenlos. Genau. Weil ihr könnt das jetzt gewinnen. Rein, genau. Was fragen wir jetzt? So, jetzt fragen wir mal. Wer ein bisschen aufgepasst hat, weiß ja wahrscheinlich die Antwort sehr leicht. Rolf, du passt auf, wer antwortet. Ja, nee, pass auf. Der Cyber Skull. Jetzt müssen wir erst abchecken, ist der Cyber Skull da? Sonst werde ich nämlich mal hier vormissen zu dem Computer. Aber ich glaube, der Cyber Skull ist noch da. Bitte, bitte, sei noch da. Das müssen wir jetzt kurz abwarten. Weil wenn er nicht da ist, dann können wir hier lange ein Gewinnspiel starten. Weil es dann nicht startet. Ist noch da? Gut. Also meine Frage ist, was hat den größeren Einfluss auf den Rollwiderstand eines Mountainbike-Reifens? Das Profil, die Karkasse oder die Gummimischung? Alter. Wenn dir aufgepasst hat, jetzt müssen wir das richtige Wort. Muss jetzt an Cyberskull. Also nochmal. Was hat den größten Einfluss auf den Rollwiderstand eines Mountainbike-Reifens? Das Profil des Reifens, die Karkasse oder die Gummimischung? So, pass auf. Ihr habt jetzt, ihr könnt noch nicht mitmachen.
Was? Ich muss jetzt erstmal, der Cyber, der muss das jetzt erstmal einrichten. Der Cyber gibt uns Bescheid, wenn das Gewinnspiel läuft, weil jeder, der dann die richtige Antwort schreibt, der geht dann mit in das Gewinnspiel. Aber das muss der Cyber erst machen. Ich sehe ja schon, die sind ja richtig gut. Das ist ja unglaublich. Die haben alle zugehört. Oder die wissen das alle schon. Wahrscheinlich habe ich ja eh nur Sachen erzählt, die alle schon kennen. Ich schreibe ihm das jetzt nochmal in WhatsApp. Das müssen wir beim nächsten Mal über die Regie lösen. Okay. Da muss ich dir beibringen, wie das geht. Das ging jetzt in der Kürze der Würze nicht. Weil das wäre jetzt super, wenn der Rolf jetzt hier schnell das reinhackert. Cyber, gibst du uns Bescheid, ab wann man das richtige Lösungswort... Dürfen Familienmitglieder auch teilnehmen? Nein! Das ist die Chefin, das ist die Regierung. Ach du liebe Zeit. Das ist die Regierung. Ich bin ganz brav. So, Cyber. Ab jetzt 2 Minuten. Ach so, ab jetzt. Also, jetzt alle das richtige Wort, das richtige Lösungswort in den Chat. War ich wieder zu schnell? Nee, alles gut. Aber Das ist dieses Gewinnspiel-Ding. Darum gibt es für uns so wenig, weil es immer ein bisschen komplizierter ist, als man Gewinnspiel halt so machen kann eigentlich. Also, haut's jetzt alle in den Chat. Ab jetzt 2 Minuten. Geht was? Ja? Okay. Ja, ich sehe hier gar nichts. Also hier tut sich irgendwie gar nichts. Die sind viel zu gut. Das ist ja unglaublich. Das haben ja alle hier. Alle falsch. Unglaublich. Genau, alle falsch. Ah, jetzt. Oh, du Scheiße, ey. Ihr habt Bock. Ja, alles klar. Also alle in den Chat. Der Cyber, der wird dann, denke ich mal, einfach auswählen. Noch 60 Sekunden, sagt die Regie. Cyber, du sagst mir einfach, du schreibst mir einfach in WhatsApp, bevor du auswählst. Die Farbe des Aufdrucks an der Seite des Reifens. Ja, genau. Name? Ich habe Farbe gelesen. Cyber, schreib du mir, wenn du kurz davor bist, dann sag ich, dass wir den Gewinner ziehen. Wahnsinn. Wir haben hier eine Regie. Wir haben hier meinen grandiosen Admin, der sich für euch hier gerade ins Zeug legt, der in 6 Stunden arbeiten muss, der wahrscheinlich wegen mir komplett schwer hat, es morgen früh aus dem Bett zu schaffen. Ich habe ja letzte Woche den YouTube-Film von Mr. 8, glaube ich, heißt er. Mr. 8. Oder Mr. 8. Da ist er doch die ganze Zeit im Chat. Ja, genau, da ist er auch im Chat. Und der hat das so schön auch über unsere Reifen referiert. Und der hat natürlich das auch richtig gut rübergebracht, dass der Farbstreifen bei den Gummimischungen immer auf der linken Seite ist. Gell? Mhm. Das wissen bei uns in der Firma nicht mal alle. Das ist echt unglaublich. Und Also das ist Wahnsinn. Wirklich Hut ab, großes Kompliment, du hast es perfekt das gemacht. Sie auch. Also du könntest direkt bei uns anfangen. Also wirklich, das war hervorragend. Wahrscheinlich, so gut könnte ich es nicht. Wir können einen Gewinner ziehen, bevor hier Mr. Eid jetzt. Ne? Wir können einen Gewinner ziehen und ich würde sagen, Cyber, drück das Knöpfchen und dann sehen wir, wer hier gewonnen hat. Egal, wer gewinnt, aber nicht der Schnitz. Der Schnitz, ja genau, das sind meine Buddies wieder. Ach so, okay. Ihr kriegt ja sowieso nichts. Also eins ist klar, ihr beide, Andi und Schnitz, ihr kriegt sowieso nichts. Es geht um diesen vollen Sack. Wir haben euch schon gezeigt, was hier drin ist. Ach so, ist schon. Ich sehe leider den Chat, der ist bei mir noch nicht da. Alles Mögliche drin, also ein richtiges Care-Paket, das lässt du hier. Ne? Muss ich ja, natürlich, die schicke. Darf ich wieder machen. Das darfst du wieder machen. Kommt in 6 Wochen. Was? Ich brauche immer ein bisschen. Oh. Sagt es deine Frau auch immer? Na klar. Oh. Ich habe mir es fast gedacht. Carsten Kratz, herzlichen Glückwunsch. Carsten, du hast gewonnen. Sollen wir gleich das nächste Paket verlosen? Wollen wir? Ja, können wir machen. Hast du mal dabei sind. Was haben wir noch? Lass uns nochmal das zweite. Nochmal so ein Jubiläum. Noch ein Sack. Genau. Cyber? Oh. Ach so, andere Frage. Mhm. Nächste Frage. So genau. Nee, überhaupt nicht. Also ich merke schon, die sind viel zu gut. Sind wir soweit? Können wir die Frage stellen? Cyber, können wir die Frage stellen? Wir arbeiten dir jetzt zu, Cyber, ne? Du merkst das. Okay. Welche Farbe hat unser Addix Ultra Soft Compound? Mach mal zu. Muss mal ganz kurz was gucken. Also, vielleicht die Farbe hier. Ich weiß es nicht. Vorsicht, falsche Fährte.
Cyber, kannst du? Was ist denn das? Warte, du darfst es nicht sagen. Nein. Nein. Ja, das ist jetzt, guck mal, er fragt es auch. Gib mal du einen, bitte. Ist er oder anders? Ja, ja. Ja, ja, ja. Also, es gibt ja zwei Ausdrücke für die einen sagen das eine Wort. Aber du siehst schon, du siehst im Chat. Oh Mann, ja, das ist unglaublich. Ich doch zu leicht. Ich hätte es doch schwerer machen müssen. Wenn lila, dann läuft es schon. Ich habe noch eine Frage, die ist ein bisschen schwieriger. Da haben wir vorhin... Jetzt warte doch mal. Hey, ich sage, ich stelle die noch nicht. Mal, jetzt haust du ja aber raus. Wir sind nicht auf dem Fischmarkt. Ja. Hör mal. Ja, Mensch, jetzt müssen wir mal kurz warten. Also, es läuft wohl, Cyber. Und wieder eine Minute, zwei. Lavendel, schreibt da einer. Das habe ich auch nicht gehört. Lavendel, okay, ja. Oh, Mr. Eid. Verbesserungsvorschlag zum Thema Nachhaltigkeit. Schläuche kann man recyceln, Tubeless nicht. Vielleicht sollte eher nachhaltige Schläuche verlost werden, statt Tubeless-Material. Ja, könnte man machen. Aber wir wollen ein bisschen die Tubeless-Technik pushen, weil da so viele, ich finde, da haben unheimlich viele Leute Vorurteile dagegen, dass es so kompliziert ist, dass es so schwierig ist. Und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber ich glaube, das... Ey, Mr. Eid, bist du Schlauch? Bist du Team Schlauch oder bist du Team Tubeless? Wie viele Reifen hat Schwalbe insgesamt im Sortiment? Also ich kann ja fast auf alles Antworten geben, aber da tue ich mich jetzt schwer. Also wenn man alle Größen, alle Varianten, alle Farben, Gummimischungen, also ich glaube, wir kommen da schon Richtung 2000. Okay. Aber vielleicht liege ich da ein bisschen daneben, aber ich glaube, da bin ich gar nicht so weit weg. Wenn man alle Varianten, und dann haben wir natürlich noch OEM-Sonder, also für die Fahrradtechnik teilweise Sonderausführungen, das sind ja dann auch verschiedene Artikelnummern, also in die Richtung geht es dann irgendwann schon. Ja. Noch 60 Sekunden, schrieb er mir, vor einer Minute. Schreibt mir, wer gewonnen hat gleich. Der unbefriedigten Frau. Okay, Lila. Okay, habe ich auch nicht gehört. Okay. Muss ich gerade an unser Wohnzimmer denken. Naja. Nach 3 Jahren, du bist wieder Schlauch, okay, ja. Holger, deine Jacke könntest du auch verlosen. Ja, wir haben keine mehr von den Dingern. Wir haben keine mehr. Die sind alle weg. Also Cyber ist ready, wir können den Gewinner ziehen, dann zieh ihn, Cyber. Let's go. Lila war natürlich die richtige Antwort. Genau, lila, violett. Ich war mir jetzt nicht sicher, du sagst nämlich die ganze Zeit violett. Ja, also wie lila, violett. Ja, ja. Wie viele Säcke hast du? Drei? Ne? Drei, genau. Blackie Low, ja GZ Blackie, dann geht der nächste an dich, der nächste Sack geht an dich. Jetzt habe ich noch eine dritte Frage für den dritten Sack, Tubeless. Machen wir direkt noch einen Sack hinterher, genau, Cyber. Genau. Heute werden Säcke verlost. Da sind wir vorhin so ein bisschen drüber gerannt, aber vielleicht wissen es die Leute trotzdem. Also deswegen, es wird ein bisschen schwieriger, aber wenn man ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann, vorhin haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, das wird nicht jeder wissen. Welches ist unser erfolgreichster Reifen im Downhill World Cup mit über 50 Siegen in den letzten 10 Jahren? Das haben wir jetzt nicht so direkt angesprochen, aber vorhin haben wir schon gesagt, dass dieser Reifen ganz stark im Downhill gefahren wird. Dieses Reifenmodell. Also kannst du das mal hier reintippen, bitte, damit mein Admin weiß, was er da eingeben muss? Die sind so gut, das ist unglaublich. Oh, krass. Ja. Aber langsam. Ah, jetzt geht's los. Ihr müsst die zwei Wörter, die Reifen von Schwalbe haben ja immer zwei Wörter, die müsst beide Wörter schreiben. Ab jetzt, ja? Ach, die Fragen sind einfach zu leicht. Ja, das Ding ist halt, weißt du, das sind ja auch Füchse. Ich muss ja sagen, mein Publikum ist ja hyperintelligent. Die sehen ja natürlich, einer schreibt Magic Mary, noch einer schreibt Magic Mary, noch einer schreibt Magic Mary. Ja, aber es ist ja nicht Magic Mary. Nee, überhaupt nicht. Also, ich weiß gar nicht, was die haben. Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben sie recht. Es ist das Smart Sam, glaube ich. Vielleicht haben sie auch nicht das Smart Sam. Der Marathonreifen. Im Downhill. Der Marathon
Reifen ist euer absoluter meistverkaufter, also Marathon und Marathon Plus sind die mit Abstand meistverkauften Fahrradreifen in ganz Europa. Und ist auch der älteste Reifen bei euch im Sortiment. Ja, oder? Klar, vom Namen her. Das ist auch so die erste richtige Entwicklung von einem sehr, sehr hochwertigen Tourenreifen. Mhm. Im Prinzip bis zu der Zeit, das war dann irgendwann Anfang, Mitte der 80er, ich glaube 83 war das, wo dann der erste Marathon auf den Markt kam. Das war so der erste wirklich langlebige, robuste Tourenreifen, auch mit einem ordentlichen Pannenschutz. Und der wurde jetzt immer weiterentwickelt und der wird auch immer besser. Und dann kam der Marathon Plus dazu als sogenannter Unplattbar-Reifen, der den höchsten Pannenlevel hat in unserem System. Und das ist inzwischen der meistverkaufte Reifen. Und da gibt es auch eine ganze Familie dazu. Weißt du, was mir gerade einfällt, bevor wir den nächsten Gewinner ziehen? Mhm. Ihr wisst gar nicht, wem ihr schreiben sollt, wenn ihr gewonnen habt. Weil wir melden über YouTube ist natürlich doof. Aber ihr seid alle in der Facebook-Gruppe oder in WhatsApp. Nee, macht's über WhatsApp. Und zwar auf der Facebook-Fanseite Sons of Battery. Einfach bei Facebook eingeben. Gibt's eine Fanseite, da steht auch ein WhatsApp-Knopf. Da könnt ihr mir einfach schreiben. Ja, dann schreibt mir einfach in WhatsApp eure Adresse, euren Namen. Ich bin der Gewinner. Okay. Aber wirklich, ich habe die Namen, ich weiß, wer das ist. Ja, also wir brauchen jetzt nicht 20 Leute, ich bin der Gewinner, schreiben. Also die gewonnen haben, schreibt mir einfach, auch wenn ich euch kenne, schreiben, wichtig. Wer mich kennt, weiß warum. Gut, dann, ich bin soweit, schreibt mir der Cyber. Cyber, okay, perfekt. Let's go, dann zieh den dritten, der noch einen Sack kriegt, einen vollen Sack, vollgepackt mit tollen Sachen. Wie geht's weiter? Ja. Die Kinder glücklich machen, irgendwie sowas. Oder die Biker glücklich machen. Jetzt haben wir noch ein paar. Oder schreib mir auf Discord, ja. Jetzt haben wir noch ein paar. Also warten wir mal, bis der Gewinner gezogen ist, denke ich. Gewinner mit Bild vom eigenen Profil, hä? Das verstehe ich nicht. Na, das. Ah, der soll einfach vom eigenen Profil. Ja, das kannst du ja auch faken. Late Night HN. Late Night HN. HN. Bist du da? Late Night HN. Habe ich noch gar nicht gelesen. Was ist da denn los? Kommt der nur zum Gewinn? Ja, unglaublich. Glückwunsch, Late Night HN. Auch bitte melden. Facebook, Sons of Battery, Fanseite, da steht irgendwo auf WhatsApp schreiben, schreib mir da. Oder im Discord, überall www.sonsofbattery.de, da findest du alle möglichen Kontaktgeschichten. Schreib mir da einfach alles. Haben wir noch mehr Gewinne? Ja, natürlich. Wir haben jetzt noch die Reifen, also praktisch zweimal einen Satz Reifen. Mensch, wollen wir die durchknallen? Lass uns noch mal kurz das Thema Enduro Light durchgehen. Also da gibt es ja auch einen großen Trend mit den... Cyber, sorry. Genau, wir waren bei Enduro, bei Performance. Empfehlung für Enduro Light, also ganz klar diese neue oder diese stark wachsende Kategorie Light E-Mountainbikes mit kleineren Motoren oder mit reduzierten Drehmomenten, mit kleineren Akkus. Die Räder dann, die teilweise 5-6 Kilo leichter sind als die Klassiker. Und die wollen natürlich auch manchmal dann auch leichteres Material fahren, damit die Räder nicht zu schwer werden. Und da haben wir eine Empfehlung dann auf geringes Gewicht getrimmt. Die Magic Mary dann in Superground, also in der leichteren Karkasse vorne in Soft und hinten dann Nobinik oder Hans Dampf auch in der etwas stabileren Supertrail Karkasse. Und da spare ich dann wirklich auch Gewicht und treibt dann das Gesamtgewicht des Light-EMTBs nicht in die Höhe. Natürlich gibt es auch Leute, die die Light-EMTBs richtig aggressiv fahren dann auch, also wirklich ganz schweren Gelände, die nehmen dann auch stabileres Material. Und dann kommt noch der Bereich All-Mountain-Performance. Gehst du mal noch eine Seite weiter? Ja, Patrick? Entschuldige bitte. Genau, gehen wir einfach mal die noch durch. Wo wir noch eine Empfehlung haben, also All-Mountain sind die klassischen Tourenfahrer, Alpenüberquerer oder in Mittelgebirgsregionen unterwegs sind, die einfach einen guten Kompromiss suchen aus Rollwiderstand, Gewicht, Haltbarkeit, die nicht auf das letzte Prozent Gripwert legen. Und da empfehlen wir dann wirklich den Nobinik. Das ist so unser typischer Allrounder für den Touren-Mountainbiker, den Trailbiker. Nobinik dann in der Softmischung vorne und hinten in der Speedgrip-Mischung, einfach um Haltbarkeit und Rollwiderstand zu verbessern. Und wenn es dann noch leichter sein soll, machst du noch eine Seite weiter. Ja, ich muss, mein Admin ist weg. Ja,
Nochmal All Mountain Light, also hier nochmal, wenn es nochmal um Gewicht geht in dieser Light-Kategorie, dann fahre ich hinten sogar den Wicked Wheel, weil da speichern nochmal ein paar Prozent Rollwiderstand, weil der Reifen einfach vom Profil her etwas flacher und etwas enger gestaltet ist. Und natürlich die Speed-Grip-Mischung hat schon einen deutlich besseren Rollwiderstand und das Profil bringt auch nochmal hier und da ein paar Prozent. Das sind so die Empfehlungen, die wir haben für diese verschiedenen Kategorien. Und ich glaube, da kann man wirklich was rausfinden dann und auch was Ideales finden. Und dann kommt noch die Kategorie, die letzte Kategorie, dann sind wir da auch durch. Natürlich, nicht jeder ist ein sportiver Mountainbiker. Der größte Wachstumsmarkt im E-Bike-Bereich sind ja diese sogenannten SUVs, diese All-Terrain- oder Multipurpose-E-Bikes, also praktisch die Optik und die Geometrie eines Mountainbikes, E-Mountainbikes haben, aber oft mit Schutzbleche, mit Ständer, mit Gepäckträger, mit Beleuchtung ausgestattet sind. Und die suchen schon, die möchten schon einen Reifen drauf haben, der eine gewisse Mountainbike-Optik, eine gewisse Mountainbike-Haptik und auch einen gewissen Grip hat, aber vor allem alltagstauglich ist. Und da haben wir dann die Reifenmodelle Smart Sam, Johnny Watts und Johnny Watts 365. Das sind diese typischen SUV-All-Terrain-Reifen. Und die gibt es in verschiedenen Größen. Den Smart Sam gibt es in relativ schmalen Größen, der aber auch bis 2,6 hochgeht. Und den Johnny Watts und Johnny Watts 365, die haben wir dann in den Größen 2,35, also 60 mm und 65 mm in 27, 5 und 29 Zoll. Ich habe gerade ein paar Probleme mit dem nächsten Gewinnspiel, okay, weil ich auch mein Passwort gerade wieder ein paar Passwortprobleme habe. Dann lass uns doch mal einen Film abspielen. Lass uns einen Film abspielen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wo würdest du denn hingehen, Janne? Ich würde einfach mal beginnen, die Tipps, also im Prinzip diese Filme, die wir da abgedreht haben für diesen Abend heute, das sind auch Problemlösungen. Also wir sprechen hier wirklich Fälle an, wo der Reifen schwierig zu demontieren ist, schwierig zu montieren ist und da haben wir Tipps und Tricks. Und in den meisten Fällen geht es relativ einfach, mit wenigen Handgriffen, aber hier wird ein bisschen gezeigt, wenn es halt nicht so einfach funktioniert. Und das liegt daran, grundsätzlich, es gibt gewisse Toleranzen zwischen Felgen und Reifen und es gibt halt einfach Kombinationen, das will ich mal zeigen, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt. Wir müssen Reifen produzieren. Du musst ein bisschen zur Kamera dann halten. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Das sind jetzt mal so verschiedene Felgentypen, die es gibt. Und für diese Felgentypen sollen wir Reifenhersteller, egal ob wir oder die anderen Kollegen und Marktbegleiter, sollen Reifen entwickeln, die für jede Art dieser Felge funktioniert. Und das ist gar nicht so einfach. Und dann gibt es einfach Kombinationen, die leichter funktionieren miteinander, harmonieren und andere, die schwieriger harmonieren miteinander. Und vor allem halt diese neuen, sehr breiten, tubeless-tauglichen Felgen mit geringem Tiefbett, die machen immer wieder Probleme. Und das sind praktisch diese Felge hier zum Beispiel. Und wollen wir einfach Tipps geben, wie man sowas lösen kann, wenn der Reifen zum Beispiel nicht so ohne weiteres von der Felge runter will. Und das wäre jetzt der Film Nummer 1. Das ist der Film Nummer 1. Die Demontage, genau. Dann gehen wir da mitten rein. Hallo zusammen. Wir sind heute hier bei Schwalbe in Reisdorf in der Werkstatt. Sagen, was ich bin Robert Menn, Produktmanager für MTB-Reifen. Und wir wollen euch heute mal zeigen, was es für Tipps gibt bei der Demontage als auch bei der Montage. Und um euch das mal nahe zu bringen, habe ich mir Verstärkung geholt, den Holger. Holger, stell dich mal kurz vor. Hi, ich bin der Holger aus dem Außendienst. Seit 26 Jahren betreue ich den Fahrradfachhandel, den Fahrradgroßhandel und die Fahrradhersteller im Südwesten Deutschlands und werde immer wieder auch mit Fragen konfrontiert, dass es Probleme beim Montieren, Demontieren von Reifen, von störrischen Felgen oder störrische Reifen mit versteckten Karkassen gibt. Und da wollen wir euch heute Lösungen zeigen dazu. Fangen wir direkt auch mal mit einer Kombi an. Das Erste, was wir euch zeigen wollen, ist die Demontage. Wie Holger schon gerade sagte, es gibt verschiedene Reifenaufbauten. Es gibt welche mit stabileren Seitenwänden, stabileren Karkassen, welche mit leichteren Karkassen aufbauen, die dann geschmeidiger sind. Bei den Felgen gibt es auch Unterschiede hinsichtlich der Abmessungen, sodass es je nach Reifen-Felgenkombination mal leichter, mal schwerer ist. Mal ist es einfacher, den Tubeless zu montieren, mal ist es schwerer. Und da wollen wir euch heute einfach ein paar Tipps zeigen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Damals habe ich ja immer gedacht, ne, einen Reifen wird man irgendwie mit der Zange oder mit der Säge runtersägen. Aber dem ist natürlich nicht so. Dafür haben wir ja einen Seitenschneider da für den Notfall. Für den Notfall aber auch nur, ne? Genau. Aber der ist bei uns tatsächlich noch nie zur Anwendung gekommen. Nein. Also wir haben jeden Reifen bisher noch runterbekommen. Er muss ja auch erstmal drauf, ne? Von daher.
Hier haben wir eine relativ kritische Kombination, einen Downhill-Reifen, eine Magic Mary, eine Downhill-Karkasse, die natürlich sehr, sehr stabil, sehr steif ist und gleichzeitig eine sehr flache, breite Tubeless-Felge und die auch ein sehr kleines oder flaches Tiefbett hat. Und da gibt es immer wieder Schwierigkeiten beim Demontieren vom Reifen und natürlich auch bei der Montage vom Reifen. Jetzt simulieren wir einfach einen Plattfuß und normalerweise drückt man ja mit beiden Daumen den Reifenwulst in die Felgenmitte, also in das Tiefbett rein. Und das ist hier, ich drücke hier unheimlich fest, keine Chance, den Reifen über das Felgenbett zu bekommen ins Tiefbett rein. Und da gibt es jetzt Tricks. Einmal haben wir die Möglichkeit, in der Werkstatt nimmt man eine Tischkante, im Freien eine Bordsteinkante, legt irgendwie ein Stück ein Tuch drunter, Trikot, ein Tempotaschentuch, einfach um die Felge zu schützen. Lässt die Luft ab, oder sie ist ja dann schon draußen, wenn ich einen Blattfuß habe. Ende mit der Felgenkante an der Tischkante oder am Bordsteinkante und nimm meinen ganzen Körper zum Einsatz und drücke mit dem Handballen ruckartig nach unten, das hat man schon gehört, der Reifenwulst rutscht ins Tiefbett. Und das mache ich dann über den gesamten Felgenumfang. Und stelle damit sicher, dass halt der Reifenwulst im Tiefbett sitzt und ich somit nachher den Spielraum habe, um den Reifen über die Felgenflanke zu bewegen. Genau. So. Vielleicht an der Stelle noch als Hinweis, normalerweise natürlich bei einem Tubeless Setup haben wir ein Sealant da drin, eine Dischmilch da drin, haben wir in dem Fall jetzt zu Veranschaulichungszwecken weggelassen, einfach um uns die Milch zu sparen, weil wir wollten keine frische Milch einfüllen und die nachher ungenutzt wegkippen. Ist natürlich dann ein bisschen mehr Sauerei in der Praxis. Wenn man drauf aufpasst, sollte es aber eigentlich relativ handhabbar sein. Jetzt nehme ich den Reifenheber und hänge ihm das Speichen ein. Jetzt passt es immer besser. Genau. Und jetzt können wir hier so rein. Und jetzt ziehen wir den Reifen komplett ab. Genau. Wie man auch sieht, wir benutzen unsere Schwalbe-Reifenheber, keine Metallreifenheber oder Schraubendreher oder sowas, nichts Metallisches, weil damit beschädige ich im Zweifel halt die Felge oder den Reifenwulst. Jetzt habe ich den zweiten Reifenwulst auch ins Tiefbett reingezogen. Und dann ist es eigentlich in den meisten Fällen relativ einfach, den Rest des Reifens runterzuziehen. So, und jetzt habe ich den Rest des Reifens auch unten. Und jetzt kann ich nach dem Defekt schauen oder im Notfall einen Schlauch einziehen. Bei Tubeless ist es unterwegs sicherlich sinnvoll, eher einen Schlauch einzuziehen, als einen Fehler zu suchen. Noch ein Tipp für unterwegs, wenn man mal einen Defekt hat und muss den Reifen runterziehen und hat jetzt gerade keine Bordsteinkante, keinen Tisch parat, dann gibt es noch einen weiteren Trick. Holger, wirst du ihm mal kurz zeigen, ja, was gerne. Du meinst? Am besten irgendwas unter den Boden legen, dass kein Dreck in das Achsloch kommt. In der Natur, dann lege ich das Laufrad auf den Boden, knie mich drauf und gehe mit den Handballen ruckartig drin und dann reißt es den Reifen auch in die Felgenmitte, ins Tiefbett. Und dann kriege ich den Reifen auch demontiert. Genau, sobald das einmal also ist. Also das ist ganz wichtig, mit dem ganzen Körper ruckartig, mit den Handballen praktisch richtig den Reifen von der Felgenschulter runterreißen und dann rutscht er auch ins Tiefbett und dann komme ich wieder mit dem Reifenheber rein. Also fassen wir nochmal zusammen. Punkt 1, den Reifen mit ordentlich Kraft, nicht mit den Daumen, sondern am besten mit der großen Handfläche an der Kante runterdrücken, damit ich initial den Reifenwulst in das Tiefbett drücke, sicherstellen, dass der ganze Reifen im Tiefbett ist. Und dann kann ich anfangen mit dem Reifenheber, am besten in der Nähe des Ventils, anfangen, den Reifen über das Felgenhorn zu hebeln. Und damit sollte es dann eigentlich relativ gut gelingen. Genau.
Gerät. Nee, das ist die Kamera. Die sollte nicht an sein. Nachdem wir euch im ersten Schritt die Demontage eines Reifens So, dann springen wir jetzt mal auf die Kamera. Wir wissen nicht, was hier los ist. Jetzt ist Video wieder an. Ja, Video habe ich jetzt gerade angeschmissen. Wir haben jetzt die Kamera laufen, Bluetooth-Stick. Keine Ahnung, der Film ging gerade an, der Film ging aus. Ja, und jetzt hört ihr uns wohl nicht mehr. Jetzt haben wir es auf der Kamera. Ich hoffe, der Ton ist jetzt nicht ganz so schlimm. Also jetzt nimmt uns die Kamera auf. Nicht mehr die Mikrofone, nicht mehr. Aber da müssen wir jetzt durch. Das tut mir leid. Das ist schade. Aber ich wusste es auch nicht. Wir haben nur den Film laufen gehabt und das war's. Was jetzt hier passiert ist, kann ich euch echt nicht sagen. Audio. Ausgabegerät. Alex, jetzt einmal rausziehen und wieder neu stecken. Nein, mach mal nicht. Lieber nicht. Wirklich. Weil sonst ist vielleicht hier alles im Sack. Nee, ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Ah, jetzt ist bei uns aber der Ausschlag am Mikro. Nee, der springt so komisch. Hast eine Rückkopplung? Ja, ich. Wir haben eine Rückkopplung. Also, dann machen wir mal die Mikros aus. Videoaufnahmegerät, ja, jetzt müssen wir eigentlich direkt in die Kamera, jetzt müsstet ihr uns eigentlich hören in der Kamera. Ist das richtig? Müsstet ihr uns mal ganz kurz nochmal Bescheid geben? Hört ihr uns? Live ist immer wieder spannend. Ey, das ist unglaublich. Ja, genau. Also, wir haben nichts anderes gemacht. Ich habe nichts angestellt. Teil 2 dann in der nächsten Woche. Ton, jetzt ist gut, ja. Das tut uns leid. Jetzt sind wir auf Kamera, die Mikros. Keine Ahnung. Wir haben einen Film geguckt, haben hier noch gequatscht, was wir jetzt machen mit dem Gewinnspiel. Und dass es auf jeden Fall ein... eine Fortsetzung geben wird. Eine Fortsetzung geben wird. Weil wir schaffen es einfach nicht, alles durchzugehen. Wir haben 11 Videos für euch noch. Ja. Also wer noch Bock hat. Nein. Wir werden noch ein Video gucken. Ja, noch ein. Aber jetzt machen wir erst eine Verlosung. Die habe ich gerade... Holger, du wieder. Steht hier von Tanja Kirschner. Ja, natürlich. Tanja, komm du mir heim. Wir machen jetzt erst ein Gewinnspiel, dann gucken wir noch ein Video und dann machen wir noch ein Gewinnspiel. Genau. Gut. Genau. Dann machen wir jetzt ein Gewinnspiel und zwar, du sagst die Gewinnspielfrage. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Damit hat vorhin alles angefangen, übrigens, da ging der Ton weg. Also, erstmal, was gibt es denn zu gewinnen? Ein Reifenset nach Wahl. Also der Gewinner oder die Gewinnerin darf sich im Schwalbe-Sortiment natürlich, also nur mit Schwalbe, natürlich sich ein Reifenset aussuchen. Und wir sind relativ gut lieferfähig, also deswegen die Chance ist sehr hoch, dass wir das dann auch kurzfristig liefern können. Und jetzt kommen wir zur Frage, welches Reifenset ist unsere unzerstörbare E-Mountainbike-Kombi? Top! Jetzt dürft ihr loslegen. Ihr dürft loslegen. Mal schauen. Achso, was gibt es zu gewinnen? Reifenset, haben wir schon gesagt. Ja genau, ein Reifenset nach Wahl. Dann bin ich mal gespannt, ob der Chat weiß, was gemeint ist. Also die Frage war, welches Reifenset ist unsere sogenannte unzerstörbare E-Mountainbike-Kombi? Bitte nur die zwei Wörter, also von dem Namen, nicht mehr, nicht weniger. Tobias. Oh, die wissen wieder alles. Das ist echt unglaublich. Ihr braucht also wirklich nur die beiden Keywords, nicht Front und Rear. So, ich guck mal, ob hier auch alles funkt. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Viele mitgemacht. Ich sehe das nämlich gar nicht so krass. Haben wir gute Einschaltquoten? Ja, ich glaube. Also die sind schon für uns, ich habe dir ja gesagt, wir legen keinen Wert jetzt auf die Anzahl oder viel. Aber für die Zeit ist es schon extrem gut. Also wo sind wir eigentlich? Wie viel Uhr haben wir denn? Kommt schon nach 10:30. 10:30, Alter. Ne? Ich habe zu meiner Frau gesagt, um 10 bin ich wieder da. Da liege ich ja schon 2 Stunden im Bett, normalerweise, in meinem Alter. Ja, dann würde ich sagen, wir machen noch
Noch 60 Sekunden. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gelaufen haben. Ich hoffe, das klappt hier auch. Wie lang die Dreh ist, das ist unglaublich. Wollen wir jetzt aufhören? Nein. Aber viele, denkt an die Frauenquote, ja, auf jeden Fall. Also es geht jetzt um ein Reifenset, ne? Wirklich, ob es lieferbar ist oder nicht, steht in den Sternen, aber es kommt direkt von Schwalbe, also nicht von einem Online-Händler, bei dem es vielleicht nicht lieferbar ist. Haben wir ja gehört. Gut, dann würde ich sagen, wir zählen, wir sind bei, die 60 Sekunden sind noch nicht um. Die sind aber in den nächsten 10 Sekunden um, sage ich. Was denkst du? Mein Gefühl richtig? Ich sag mal 5, 4, okay, sind um. Wir drücken auf Roll It. Schau mal. Der Maiko Bürger. Herzlichen Glückwunsch, Maiko. Dem kann ich herzlichen Glückwunsch. Ja. Schreib uns mal, was dich interessiert an Reifen. Genau. Würde mich persönlich interessieren. Du schreibst einfach rein, was du gerne möchtest, was dich interessiert. Und dann kriegen wir das hin. Du kriegst auch eine Unterschrift von mir, der ist aus Pforzheim. Ah, ist es Verwandtschaft? Nein. Nicht? Nein. Um Gottes Willen. Familienangehörige sind ja auch davor. Nee. Aber es ist ein Pforzheimer Bu. Mhm. Das ist lustig. Maiko, schreib mal was rein, ob du überhaupt noch da bist. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, Maiko. Also er dürfte noch da sein, er hat öfters mal was geschrieben und er muss ja auch mitgemacht haben. Ja. Ist da, sehr gut. Perfekt. Dann würden wir nochmal, wo willst du hin? Also ich würde jetzt gerne den nächsten Schritt gehen. Den nächsten Schritt bei einer Neureifenmontage. Ja. Also wie bereite ich das Laufrad vor oder was für Kniffe und Probleme könnte bei einer Neumontage entstehen? Und das ist der nächste Film, die Vorbereitung des Laufrades. Der Vorbereitung also das ist praktisch Laufrad. Der Film Nummer 2 müsste es sein. Nummer 2, Reifen, wart. Gucken schnell da rein. Warte mal, wie nennt sich bei mir? Ich gucke auch mal schnell. Tubeless-Vorbereitung. Tubeless-Vorbereitung, genau. Jetzt hoffe ich, dass es läuft. Ihr müsst wieder sagen mit dem Ton. Wahrscheinlich glaubt es, wahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht. Ihr habt gesehen, was passiert. Nachdem wir euch im ersten Schritt die Demontage eines Reifens gezeigt haben, wollen wir euch natürlich jetzt zeigen, wie man einen Reifen montiert. Wir haben hier ein typisches Laufrad. Ein Tubeless-Laufrad mit einem sehr flachen Tiefbett und einem normalen sogenannten HP-Felgenband von Schwalbe mit einer Dicke von 0,5 mm. Das ist relativ dick. Es gibt sogar noch dickere Felgenbänder in dem Bereich. Das hat gegenüber einem Tubeless-Felgeband 0,4 mm mehr. Also das Tubeless-Felgenband liegt bei 0,1 mm. Und wenn man das dann in Umfang rechnet, mal 2, damit man den Durchmesser hat, mal Pi, dann liegen wir bei 2,5 bis 3 mm größerem Innenumfang des Tiefbetts des Reifens. Und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Reifen nicht zu montieren ist. Also man muss hier wirklich schauen, dass man das Tiefbett so gut wie möglich nutzen kann. Und das wird hier nicht funktionieren. Aber das wollen wir einfach mal zeigen. Genau, hier vielleicht auch noch mal kurz zum Vergleich. Ne? Das Felgenband, das HP-Felgenband, ist auch nicht für die Tubeless-Montage geeignet. Und hier unser Tubeless-Felgenband, ich weiß nicht, ob man sehen kann, deutlich schmaler. Das erleichtert einem natürlich genau. Dann bei so Felgen. Bei der Montage mache ich gerne am Ventil das Schwalbe-Logo, damit ich genau weiß, wo dann unter Umständen bei einem Defekt der Defekt ist und dass ich eine genormte Stelle habe bei der Montage und Demontage. Jetzt fange ich an, den ersten Reifenwulst draufzuziehen. Das geht selbst mit diesem dicken HP-Band immer noch relativ einfach. Heute natürlich auch etwas erschwerte Bedingungen. Normalerweise macht man das gar nicht so auf dem Tisch. Ne? Wenn jetzt genau, wir machen das ja auf dem Boden, da geht es noch besser. Hier nutze ich unseren Reifenheber. Der hat dann einmal die rein normale Schaufelfunktion, um den Reifen demontieren und zu montieren. Aber der hat auch diese zweite Seite, das ist eine dritte Hand, um zu helfen, damit der Reifen schön wie im Wulst in seiner Position bleibt. Ich
könnte ja jetzt auch helfen, ne? Aber wir wollen ja gerade zeigen, wie man es alleine macht. Genau. Hinkriegt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also wir sehen hier schon, der Reifen, Wulst, steht unheimlich weit von der Felge ab. Also es wird garantiert verdammt schwer, den Reifen wirklich in die Felge zu bekommen. Ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen nach. Nee, mit dem dritten Reifenheber versuche ich jetzt, die erste Seite des Reifens in die Felge reinzubekommen. Schieb dann die dritte Hand nach. Wir sehen schon, selbst die erste Seite geht schon richtig schwer drauf. Aber es klappt. Wir haben es hat geklappt. Genau. Die zweite Seite wird jetzt noch schwieriger. Hier beginne ich grundsätzlich immer gegenüber vom Ventil. Und man muss ja sagen, normalerweise wird man an der Stelle, es ist ja kein Tubeless Setup, was wir aufbauen wollen, sondern wir müssen ja noch den Schlauch einziehen. Genau. Kann man da liegen, aber wir haben jetzt mal gesagt, zu Vereinfachungszwecken, weil wir natürlich schon das Ergebnis kennen, lassen wir den Schlauch mal weg. Ich nehme wieder den Reifenheber als dritte Hand. Versuche, den Reifen wulst schön ins Tiefbett zu bekommen. Hört man auch, da knackt es. Um wirklich jeden Zehntel Millimeter des Tiefbetts zu nutzen. Und fangen jetzt an mit dem Reifenheber. Den Reifen immer weiter übers Feldenhorn zu ziehen. Und jetzt sieht man schon, jetzt kommen wir in einen Bereich, da wird es jetzt kritisch. Wenn ihr zwischendurch mal so einen Schlagbohrer hört, nicht wundern, also hier bei Schwalbe wird noch richtig gearbeitet. So, jetzt kommen wir in die kritische Phase. Stück für Stück. Stück, genau. Aber im Grunde, man sieht schon, ich mache es mal hoch, der Reifenwulst ist so weit übers Felgenhorn gezogen, dass wir den Reifen nicht drauf bekommen werden. Man merkt es auch hier richtig Spannung. Genau, da ist jetzt Spannung schon richtig drauf. Spannung drauf. Und die Lösung ist jetzt, dieses Originalfelgenband durch dieses dünne Tubeless-Felgenband zu ersetzen, einfach um den Innendurchmesser zu verkleinern von der Felge. Und dadurch mehr Platz zu haben für den Reifenwulst. Demontieren wir mal das Felgenband. Erst natürlich den Reifen runter. Genau. Willst du das hier mitmachen oder brauchst du noch einen? Ja, doch, das reicht dir. Genau. Geh ans Ventilloch. Brauchen wir es, da ist es. Genau. Und zieh das einfach so drüber. Wir beginnen jetzt mit der Montage des Tubeless-Felgenbandes auf der Tubeless-tauglichen Felge. Da ist der erste Schritt, dass die Felge im Innenbereich komplett fettfrei ist. Dafür nehmen wir Bremsenreiniger oder irgendeinen anderen Entfetter und reinigen die Felge. In der Zwischenzeit vielleicht schon mal ein Feature auch von unserem Tubeless-Ventil. Wir haben mal die Schwalbe Tubeless-Ventile, wir haben sie hier schon mal ausgepackt. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, die haben von unten einen Imbusschlüssel. Das heißt, wenn ich die in der Felge montiere, kann ich die mit dem Imbusschlüssel fixieren, sodass es mir leichter gelingt, obendrauf dann nachher die Rändelmutter festzuziehen und sich das ganze Ventil nicht mitdreht und ich somit natürlich eine leichtere Montage habe. Dann kommt ja oft die Frage, wie breit soll denn das Felgenband sein? Grundsätzlich ist es so, die Felge hat ja ein Maß, meistens. Hier steht zum Beispiel bei dieser Felge drauf 30-622, also hat die eine Innenmaulweite von 30 mm. Die Maulweite wird von Felgenhorn zu Felgenhorn gemessen, also es wären 30 mm. Dann nimmt man im Grunde ein Felgenband, das etwa 2 mm breiter ist und dann hat man das ideale Klebeband für solche Felgen. Genau, der Grund ist natürlich, dadurch, dass ich das Tiefbett habe, da brauche ich ein bisschen mehr Material. Das heißt, das Felgenband zieht sich in der Regel noch mal ein bisschen zusammen und dann passt das natürlich perfekt. Jetzt gibt es auch die verschiedenen Meinungen dazu. Wo beginnt man mit der Montage? Die einen sagen, man beginnt praktisch auf der einen Seite vom Ventilloch, zieht übers Ventilloch einmal komplett rum, nochmal übers Ventilloch und schneidet dann ab. Andere sagen, man hat am Ventil nur eine Überlappung. Im Grunde ist das Geschmackssache. Der eine, wahrscheinlich haben beide recht, beide Meinungen. Wir machen es jetzt einfach mal, dass wir zweimal übers Ventilloch gehen.
Wir fixieren, ziehen immer schön fest nach. Ist auch nicht über den, aber schon. Nein, aber schon straff ziehen, dass keine Luftblasen sind und dass es einfach sauber satt liegt. Und man sieht jetzt auch sofort in der Kamera, kann man das schön sehen, das komplette Bett wird ausgenutzt vom Felgenband. Du hast eine Schere da? Ja. Ich habe eine Schere da. Was dann nachher natürlich, wenn man die Überlappung hergestellt hat, die Überlackung, was empfiehlst du da, 10 cm? Ja, etwa, ja. Wenn man die hergestellt hat und schneidet das Felgenband ab, wir empfehlen es halt nicht genau quer zu schneiden, sondern mit einer kleinen Schräge da rein. Zeigen wir euch gleich, was wir meinen. Das bietet nochmal den Vorteil, dass sich das Felgenband an der Schnittstelle dann besser dem Felgentiefbett anpasst. So. Genau. Schneidest du durch? Moment. Wir haben jetzt eine Überlappung hier von ungefähr 10 cm und scheiden das Felgenband nicht so ab, nicht genau quer, sondern ein bisschen schräg. Und damit kann sich das schön der Kontur der Felge anpassen. Sodass dann nachher, wenn man im Tubeless-Betrieb unterwegs ist, da keine Dischmilch unter das Felgenband wandern kann. So. Ich nehme immer gern das Ventil selbst, um das Loch für das Ventilloch durchzustechen. Drehe das Ventil fest im Schaft, suche meine Stelle hier. Kraft, 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 Kraft. Und drücke das einfach hier durch, sauber, satt durch. Und dann haben wir das Loch drin. Genau. Was wir dann auch noch empfehlen ist, wenn es öfter zu Undichtigkeiten am Ventil kommen sollte, wir haben ja für unsere Aerotan- und Butylschläuche die Glueless Patches. Und da kann man dann auch noch genau an der Ventilbohrung eins drüber machen. Dann ist man noch mal sicherer, dass an der Stelle keine Luft durch das Ventil durchkommt. Und das machen wir jetzt auch. Na? Einmal abbekommen. Einmal genau mittig drauf. So, dann habe ich die Stelle noch mal. Stechen wir nochmal mit dem Ventil durch. Ist nicht in jedem Fall nötig, aber es kann einem von vornherein helfen, da noch eine Fehlerquelle zu vermeiden. Jetzt drehe ich die Ventilmutter drauf und die ziehe ich handfest. Fest, also nicht mit irgendwelchen Klammern. Und man kann hier jetzt schön mit dem Imbus von oben kontern. Und kann dann von unten schön anziehen. Natürlich. Aber nur handfest, nur handfest, ja. Und durch das, dass das Tubeless-Ventil hier oben rund ist, kann halt sich der ganze Ventilschaft mitdrehen und das verhindere ich durch den Imbusschlüssel, dass einfach schön festgezogen wird. Gut, dann können wir uns dem nächsten Schritt widmen, oder? Genau. Ja, eigentlich eine Reifenmontage. Der Sound ist jetzt wieder da. Wir reden wieder in die Kamera. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch einmal kurz unsere Mikrofone testen, weil wir da versucht haben, während ihr den Film geschaut habt, was zu fixen. Darum werde ich jetzt das Mikro zusätzlich nochmal anschalten und schalte das Videoaufnahmegerät ab. Gut, die Regie schüttelt den Kopf, die Mikros sind tot, dann kann ich es auch ins Eck schmeißen und zurückschicken zu DJI. Nein. Ihr habt jetzt gesehen, nichts geht. Okay, super. Danke. Wir sind wieder da. Wir gehen in die Fragen mal rein. Der Mr. Eid hat hier ganz viel. Aber dann hatten wir, wo ist er denn? Einen wolltest du doch. Da ging es ja darum, um diese Felge. Also hör zu. Das hat ja nichts jetzt mit dem Felgenmodell zu tun, das ist Problem. Hier. Da geht es ja um eine Mavic-Felge und dieses Felgeband gehört da wirklich nicht rein. Aber ich will nochmal so sagen, es gibt Fahrradhersteller, die Laufräder selbst einspeichen oder auch Händler und Großhändler und zum Beispiel solche Felgen haben, die halt einfach etwas kritisch sind und dann wirklich normale
Schwalbe oder andere sogenannte Hochdruckbänder reinmachen, die relativ dick sind. Und dann können solche Probleme entstehen. Okay. Wenn ich natürlich ein komplettes DT Swiss oder Mavic Laufradsatz kaufe, da sind ja diese dünnen Klebebänder schon serienmäßig drin. Da habe ich dieses Problem nicht. Okay. Völlig klar. Wir wollten nur simulieren, was sein kann, wenn andere Felgenbänder in solchen Felgen drin sind. Okay. Dann haben wir hier noch, wer arbeitet bei Schwalbe mit Schlagbohrer, der Hausmeister? Da wird noch gebaut, bei uns wurde gebaut, deswegen. Gut, oder der Kollege beim Reifen demontieren. Innensechskant, da wurde wohl, was wurde dann gesagt? Wenn es heißt Innensechskant, dann wurde gesagt? Imbus. Ja, Imbus mit N. Ja. So, Schlagbohrer und 2 Flaschen Wein, das war der Kompressor. Mr. Eid, da hat der Bot zugeschlagen, habe ich währenddessen ausgeschaltet, als ich gesehen habe, dass du da gegängelt wurdest. Kurze Frage an den Moderator. Gibt es die Videos später auch zum Anschauen? Natürlich. Ja, gibt es. Auf schwalbe.de? Ja, die werden bei uns also in den nächsten Wochen sicherlich auch veröffentlicht. Aber okay. Ich kann noch nicht genau sagen, wann das so sein wird. Ansonsten seht ihr sie hier oder in Teil 2, was wir ja schon angekündigt haben. Was soll das Video beweisen? Dass das Schwalbe-Felgenbein zu dick ist? Für manche Felgen ja. Ja. Dass man kein Mavic-Laufrad nutzen soll? Das hat nichts mit Mavic zu tun. Das ist nur ein Beispiel, wo es unter Umständen zu Problemen kommen kann. Das kann bei ganz anderen Felgen auch passieren. Das ist einfach nur ein Beispiel. Okay, Team Schlauch meint dann noch, ich meinte Mr. Alt, der Reifen samt Schlauch wäre schon längst. Ich kann nicht dir widersprechen, wenn du dieses Laufrad, so wie wir das präpariert haben, mit dem normalen Felgenband, hättest du das mit Schlauch auch nicht draufgekriegt. Glaub mir es. Hätte keine Chance gehabt. Auch mit Schlauch nicht. Vorsicht! Wenn du dir hier als Challenge-Gegner suchst, aber wenn du dir der Sache sicher bist, da bin ich mir sicher. Dann geh in den Kampf, Mr. Eid. Wir sehen es dann halt im Video. Wenn man schon Erotan-Patches hat, kann man auch gleich den Schlauch reinmachen. Team Schlauch ist wieder, ist okay. Mhm, völlig in Ordnung. So, und mit einem Innensechskant? Kontern. Mavic-Laufräder, immer Mavic-Felgenband, hat er gerade erklärt. Völlig klar, das hat nichts mit Mavic zu tun, nicht falsch verstehen, das ist keine Kritik an Mavic, die machen hervorragende Laufräder, hervorragende Felgen, nur in Verbindung, wenn ein Hersteller oder ein Fahrradhändler ein Laufrad einspeichert mit so einer Felge und ein normales Band reinmacht, dann können solche Probleme entstehen. Und das kommt immer wieder vor. Wenn du bei DJI reklamierst, tausche gegen eine Drohne. Ist okay, danke für den Hinweis. Blacky, tschüss. Ich melde mich bei dir wegen deinem Gewinn. Kompliment, super Show von euch zwei. Dankeschön, vielen Dank, tut gut. Danke. Unsere erste Show, ich im Stehen, nicht im Sitzen und mit Hose. Also der Beweis ist hier. Danke, vielen Dank. Wir treffen uns im Wald, ohne euren Reifenheber. Ich bringe die Mavic-Dinger. geil. Cool. Machen. Ich will Schlauch. Gut, wir machen jetzt noch eine Aktion, dann kommt noch ein Gewinnspiel. Also ihr solltet jetzt nochmal allen Bescheid sagen. Und zwar, das Ding steht nicht umsonst hier. Das ist jetzt kein Werbevideo dafür, aber er hat es ausgepackt und ich dachte, was ist das? Und ich bin Gadget-Freak. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Du musst mir das jetzt mal erklären. Was ist das aufgepumptes Teil? Das habe ich aufgepumpt mit der Standpumpe. Das ist Pressluft jetzt, richtig? Ich habe hier eine Standpumpe und das ist im Prinzip eine Aluminiumflasche und die wird mit einer Standpumpe auf ca. 10 bis 11 Bar aufgepumpt. Ah, okay. Und im Grunde ist es nichts anderes, man nennt es Tire Booster und damit kann ich halt in sehr kurzer Zeit ein sehr hohes Volumen an Luft in den Reifen reinbringen, damit er in seine Position rutscht. Und das möchte ich einfach mal vorführen. Das darf ich nicht machen, ne? Doch, das darfst du jetzt machen, solange ich den Hebel nicht umlege. Aber wenn ich den Hebel jetzt gleich... Dann wird es nicht... Das wird nicht so geil sein, so, ne? Wir haben den Reifen schon mal montiert. Wir haben also praktisch von dem Orbea E-Mountainbike umgerüstet auf den Eddy Current hinten. Und jetzt versuchen wir mit dem Tire Booster, wir haben es noch nicht probiert, also das kann auch schief gehen. Das ist wirklich, du hältst mal den Tire Booster, ne? Den Tire Booster einfach halten. Ja. Und ich schraube jetzt mal... Mach ruhig auf den Tisch, wenn du willst. Wir schrauben jetzt mal das Teil hier drauf. Pass doch mal auf. Entschuldigung. Mein Gott, sei nicht so empfindlich. Was soll ich schon mal? Noch nicht. Ich kenne das echt nicht, aber ich bin Gadget-Freak. Ich finde es voll geil. Das ist super leicht, das Teil. Ja klar, ist ja auch noch nicht. So, und jetzt? Also haben wir dann... Ich habe Angst. Ich habe meine Finger. Hilfe. Was soll ich machen? Okay. So, jetzt öffnen wir. Ich habe Angst. Moment, du hast das Laufen. Du weißt auch noch nicht, was passiert. Nein, es kann sein, dass es nicht funktioniert. Schatz, ich liebe dich. Doch. Oh, also wir haben jetzt schlagartig den Tire Booster entleert und die Luft ist jetzt im Reifen drin und er ist schön in seine Position gespannt. Oha, ist das Ding hart. Ja. Oh,
Natürlich hat jetzt dieser Reifen keine 11 Bar. Wenn wir jetzt den nachmessen, hat er vielleicht 1,5 Bar. So, das ist ja geil. Im Prinzip ist das ein Ersatzteil für... Ah, jetzt habe ich Angst. Jetzt machst du bestimmt, oder? War nichts passiert. Ja, nee. War nicht so ängstlich. Ja, ich bin da relativ unentspannt, was Luft angeht. Nein, das ist ja kein, es ist ja jetzt, die Luft ist ja aus dem... Der Tire-Booster fliegt. Tire-Booster draußen. So. Geil. Genau. Das war's jetzt. Ja, das war's. Aber auch der Reifen sitzt. So fühle ich es aber auch. Boah. So, noch mal wissen, was der Reifen jetzt hier in Druck hat, mach mal. Weil es interessiert mich selbst. Wo hast du das denn? Haben wir denn den Reifen messen? Hast du noch einen? Es wird spät. Ja, warte, ich komme. Bitteschön. So, dann messen wir mal. Boah. 16,9 Bar. 1,7 Bar hat der Reifen. Was, der hat 1,7 Bar? Ja, genau, der hat 1,7 Bar. Das ist sogar im Grunde beim Eddy Current ist das schon ein das sind 1,7 Bar? Ja, bei so einem steifen Reifen, das fühlt sich nach mehr an. Ja. Krass. Echt jetzt? Das sind 1,7. Ich fahre zu Hause, da muss ich mal zu Hause gucken. Ich fahre mit 0,2 oder so. Ja, kein Wunder, das dass ist 1,6. Ist das jetzt kein heißer. Wunder, dass du in der Kurve wegschmierst. 1,69, 1,7. Mhm. Aber jetzt mal ganz interessant. Also krass. Von 11 Bar natürlich ein ganz anderes Volumen und der Reifen ist perfekt in seinem Sitz. Ist da jetzt noch Saft drauf auf dem Nein, Reifen? Da ist nichts mehr dran. Der ist. Ach, doch, ja. Warum lacht denn der Chat? Toffer. Oh nein. Ach, da ist nochmal, der kommt... Ich habe gedacht, der Toffer ist im Finale. Habe ich doch irgendwas im letzten Mittwoch mitgekriegt. Ich glaube, Toffer ist in Italien, oder? Ist er wieder zurück? Oder Finale Ligure, oder... Irgendwas habe ich gehört, dass er in Italien ist. Ja, was müssen wir jetzt noch machen? Ist jetzt fertig. Nee, jetzt haben wir noch den zweiten Reifensatz, den wir noch verlosen wollen. Ach so, wir haben noch einen Reifensatz. Ach, darum kommt der Toffer jetzt. Ah, genau. Ach so, warte mal, da müssen wir erstmal, das muss ich ja erst wieder vorbereiten. Mhm. Pass mal auf. Da muss ich ja erstmal hier an den Computer... Oh, gibst du mal die Maus, die habe ich jetzt vergessen. So, zack, mit der Maus... An den Rechner. Jetzt musst du mir am besten gleich flüstern. Das Ergebnis. Nee, ja, das Wort. Das sind mehrere, das sind jetzt 4 Worte. Wie? Warte. Das ist jetzt die schwierigste Frage. Hat das damit zu tun? Das hat was damit zu tun, ja. Nee, aber das kann man ja hier nicht lesen, oder? Nee, aber die wissen ja dann, ach, jetzt haben sie es schon gesehen. Jetzt gehen die auf die Homepage, das sind doch Füchse. Wir sind einfach, die sind zu schlau für uns, das ist unglaublich. Wir müssen beim nächsten Mal, beim zweiten Teil, müssen wir schwieriger fahren. Also die hier, ne, unten? Ja, genau. Okay. Alter, das ist doch voll scheiße. Naja, gut. Also die Reihenfolge ist egal. Ja, nee. Nee, die dürfen schon unterschiedliche Reihenfolge haben, aber es müssen alle 4 Worte. Ich hoffe, dass das dann auch... Also die Frage habe ich noch nicht gestellt, gell? Darf ich sie schon stellen? Willst du eine andere Frage stellen, wo wir nur ein Wort haben? Weil ich weiß nicht, ob die Reihenfolge, weißt du? Ich weiß nicht, ob okay, dann machen wir es so. Wollen wir sind jetzt beim letzten, wollen wir mal... Da ist jetzt nämlich... Das ist jetzt was nur... Okay, dann machen wir eine andere Frage. Ich habe ja noch eine Ersatzfrage. Willst du eine Frage machen? Oder willst du eine Frage machen? Ich hätte, mach du, ja. Ich hätte eine Frage. So. Und das ist jetzt für alle, die von Anfang an dabei sind. So, jetzt muss ich hier erstmal in den Chat. Ach so, doch, ich habe schon. Und zwar, welches war die dritte Mütze, die ich anhatte an dem Abend? Wem ist es aufgefallen? Die dritte Mütze. Eigentlich ist es mega easy. Es ist ein Wort. Es ist keine Zahl, es ist ein Wort. Welches war die dritte Mütze? Ich hatte 4 Mützen an. Die dritte Mütze. Das ist jetzt echt mies. Nee, es geht nicht die Farbe, es geht um die Firma, die dort vorne drauf stand. Und vorne stand eine Firma drauf. Die dritte Mütze. Das war nicht die dritte Mütze. Die dritte Mütze könnte so in eine andere Richtung gehen. War vielleicht eine andere Firma. Also spätestens jetzt. Also Maxis war es nicht, oder? Jetzt. Ja, das ist auch eine schöne Mütze. Maxis war es nicht, ne? Nee. Beate Huse. Beate Huse war es auch nicht. Schweine. Das war auch nicht mein OnlyFans-Account. Läuft der Ding? Was? Läuft der Nightbot? Der Nightbot müsste laufen, hoffe ich. Gucken wir mal rein. Ja, der läuft.
Der läuft, hoffe ich. Neff-Zerspannungstechnik war es nicht. Orbea war es auch nicht. Orbea seht ihr im Hintergrund, zerlegt das arme Ding. Aber, oh, das hat das gut hingekriegt. Aber ich habe einen Reifen gekriegt. Oh, jetzt habe ich ihn mehr an den Bauch. Scheiße. Jetzt habe ich einen schwarzen Strich am Bauch. Warte, da muss noch die Milch rein, ne? Genau. Also, es könnte sein, dass Schwalbe was damit zu tun hat. Jetzt gewinnt Weibstadt. Ach Gott, ich meine, mein Heimatort, Isabel. Michael, bei Türkistan melde ich mir. Machen wir. Sag du mir einfach Bescheid. Kannst mir auch in, also einfach in WhatsApp, ne, Michael? Schlaf gut. Und Glückwunsch nochmal. Hat einer geschrieben, Schwabe? Das haben sie, oh, die Story muss ich noch erzählen. Da haben sie mich mal verarscht. Wir waren am Gardasee Bike Festival und ich bin ja ein echter Badener, Nordbadener, komme ja aus dem Rhein-Neckar-Kreis und wir lässt dann ja immer miteinander. Ich bin ja viel im Schwäbischen unterwegs, da wird ja immer gefrotzelt. Und bei mir in der Firma wissen die das natürlich auch. Und auf jeden Fall waren wir am Bike-Festival am Gardasee. Und dann hat einer meiner Kollegen mir einen Schwalbe-Aufkleber auf den Lenker geklebt. Und das habe ich dann gesehen, habe aber nicht wirklich registriert auf mein Bike, also auf mein persönliches, mein privates Bike. Und dann haben die Kollegen schon gegrinst und haben so gelacht und haben dann zu mir gesagt, hast du nichts gemerkt an deinem Rad? Und dann habe ich gesagt, ja nee, was denn, da steht ein Schwalbe-Aufkleber drauf. Und dann haben die zu mir gesagt, guck dir den Aufkleber mal genau an. Und dann haben sie das L rausgeschnitten. Dann habe ich einen Schwabe-Aufkleber gehabt. Oh je. Schwabe. Ja, da haben sie mich so richtig hochgelaufen. Das ist fies. Der Schwabe-Aufkleber für einen Badener, für einen Gelbfüßler, unglaublich. So, Isabel, ohne die Zahl. Die Nö-Quelle auch nicht. Also das richtige Lösungswort ist? Nicht Schwabe. Nicht Schwabe. Boah, jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte mir hier mit meinen dicken Fingern. So, wen haben wir hier? Der Mister, nehmen. Hier. Ja, also theoretisch können wir loslegen. Da würde ich sagen, wir machen noch 30 Sekunden. 10, 9, 8. Der Countdown läuft. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und der Gewinner ist Frank Holzberger. Hey, cool. Herzlichen Glückwunsch. Frank, du hast herzlichen Glückwunsch. Ein Satz Reifen nach Wahl gewonnen. Nach Wahl, ja. Schreibst du mir einfach in WhatsApp. Wir haben uns. Schreib mal bitte kurz in den Chat, wenn du da bist. Jetzt aber Gewinn geht nach Weibstadt. Nee, ich glaube, er geht irgendwo in Frankfurt. Wir müssen mir nicht so ganz sicher. Aber der Frank, herzlichen Glückwunsch. Wieder nix. Haben wir noch was? Tanja. Haben wir noch was? Nee, ich glaube, wir brauchen ja auch noch was fürs nächste Mal. Ja, natürlich. Wir machen einen zweiten Teil. Anders geht's gar nicht, weil wir haben ja noch ein paar Tipps. Und ja. Ich habe mich riesig gefreut. Also ihr habt super mitgemacht. Ihr habt richtig gute Fragen gestellt. Ihr habt mich gefordert. Aber ich habe auch gemerkt, ihr habt echt richtig viel Ahnung von Reifen oder überhaupt vom E-Bikes. Und ich freue mich auf den zweiten Teil. Es wird sicher ein paar Wochen dauern. Ich gehe jetzt auch mal erst eine Woche in Urlaub. Ich habe gleich eine Firma gesagt. Wo geht's hin? Nach Finale Ligure mit den Spezels zusammen. Finale. Und da rocken wir dann die Trails. Und das Wetter soll ja zum Wochenende wieder besser werden. Die haben ja diese Woche auch ganz schön Regen gehabt. Ja. Also zumindest in der Wetter-App habe ich das gesehen. Man weiß ja nie genau in der Region, ob es wirklich so regnet. Aber ab Wochenende soll es wieder richtig schön werden. Und da freuen wir uns richtig drauf. Und das habe ich auch der Firma gesagt, wenn ich diesen Abend überstehe, brauche ich erstmal eine Woche Urlaub. Ich auch. Aber also, wir haben es gewuppt. Der erste Stream aus dem Studio. Hey Chat, wenn es euch gefallen hat, haut mal eine 1 oder so in den Chat. Würde mich mal interessieren. In Zukunft wird es sicher öfter gehen. Oder, nee, eine Metwurst geht leider noch nicht. Also. Dazu muss ich erst hier diese Monetarisierungsscheiße da auf YouTube. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall von mir habt ihr eine 1 gekriegt, alle. Also der Chat, ihr wart grandios. Ihr wart zahlreich bis zum Schluss. Also wir haben jetzt, was haben wir eigentlich? Jetzt haben wir 11. Wir haben immer noch über 50 Zuschauer. Hammer, vielen, vielen Dank. Wird in Zukunft mehr geben von hier, wird in Zukunft auch noch besser werden. Wir sind am Aufbauen, ne? Also das ist jetzt alles, wenn ihr das sehen könntet. Ich kann ja mal hier durchgehen. Kann ich das hier verschieben? Ich kann schon posten mit hast du schon? Bilder. Ach so, okay. Aber soll ich mal einmal durch? Guck mal, ich mache mal hier jetzt hier komplett Backstage.
Ich habe nur Angst, weil wir haben hier so einen großen... Oh, so. Holger, du bleibst einfach so stehen. Du bist jetzt das Hübsche. Oh. So, jetzt bitte ich dich einmal zur Seite. Zu welcher Seite? Nach rechts. Okay. So, da seht ihr, wie das hier ausschaut. Wir haben so ein kleines Balkengewitter. Und wir haben noch auf der anderen Seite, ich kann da mal hingehen. Komm, dann seht ihr das mal. Darüber. Hier ist jetzt quasi die Regie, die sitzt hier hinten. Und da hinten, da kommt auch noch ein großer Bereich, wo man dann Podcasts aufnehmen kann, eine Lounge. Was? Soll ich zeigen? Warte, wie klicke ich das hier aus? Kann ich das hier überhaupt? Pass mal auf, ich nehme jetzt die Kamera aus dem Ding raus. Mach sie nicht kaputt? Nee, ich kann mit Technik. So, das ist der Rolf und hier ist dann quasi noch die Lounge, wo dann in Zukunft auch noch was abspielen wird. Ich glaube, hier in der Mitte, da kommt noch was anderes hin, gell? Da reden wir noch nicht drüber, da kommt noch ein bisschen Technik und dann kann man hier schön sitzen, hier sind noch ein bisschen Sitzmöglichkeiten. Das alles ist dann so getrennt durch den Schrank von Sons of Battery. Ups, da sind übrigens alles voll mit Flaschen, nicht uns, wir stehen davor. Sondern alles voll mit Getränkeflaschen. Ich habe gesehen, dass einige bestellt haben während der Sendung. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich habe es leider nicht geschafft, diesen Bot einzustellen. Ich glaube, die Kamera muss einen Ticken höher. Den Bot einzustellen, dass das angezeigt wird. Das tut mir leid. Also die Dinger sind richtig cool. Die kommen jetzt bei mir drauf. Da mache ich eine finale Werbung für. Bitte, also diese, ich möchte es auch nochmal in die Kamera halten. Diese Teile gibt es in 10.000 Farben, gemacht von CNC EMTB in Deutschland. Geil, einfach geil. Ventilkappen einfach mal anders. Guck mal, die ist sogar schon dreckig. Meine Frau. Ja, gut, meine Finger sind so schön. Was ist jetzt rumgefallen? Das war nur der Ventilausdreher. Wir wollen ja noch das Sealant. Also ach, stimmt, das sind noch gut. Gar nicht. Ich beende aber, hier die Show. Das machen wir dann unter uns. Das machen wir unter uns. Wenn es um die Milch geht, genau, das machen wir dann im Diskreten. Darum würde ich sagen, wir kommen zum Schluss. Hörst du mal auf mit deinem Krach jetzt? Spaß, mach doch weiter. Ich mache jetzt richtig auf. Hier, dein Bier. Dankeschön. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Grandios, ihr wart super. Ihr habt wieder toll mitgemacht, wie bei Marks Mittwoch. Hammer, ihr seid ein fett geiles Publikum. Und helft mit, teilt das ganze Ding. Das gibt es ab jetzt dann auf YouTube im Nachgang. Könnt ihr es nochmal angucken, wer sich das nochmal reinziehen will, wirklich. Was ist das grüne Ding? Das ist eine Ventilkappe. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wir beenden das Ganze nun. Verweisen auf Teil 2, Schwalbe kommt wieder. Das ist eine Ansage, keine Drohung. Nehmt's, wie ihr wollt. Aber es war fantastisch und beim nächsten Mal dann machen wir ein bisschen mehr am Bein. Wir haben noch ein paar gute Tipps. Gell? Also du wirst noch geputzt und du kriegst noch die Finger lackiert. Also da passiert schon noch was. Stimmt, ey, die Tipps. Ja, ne? Ja, genau. Voll geile Tipps, aber vielleicht, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, aber wir können das gerne, du tust das jetzt bei dir mal abchecken und dann gucken wir mal. Also ich bin für alle Standtaten bereit, zu jeder Zeit. Mit dir immer. Es war mir eine Freude. Mir auch. Hat mir echt Spaß gemacht. Patrick. Und in dem Sinne sage ich jetzt Adios, bis nächste Woche, dann wahrscheinlich wieder von zu Hause mit dem Marc, der euch wieder zu einem neuen Thema diskutieren lässt. Oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Marc, falls du zuschaust, jetzt bist du unter Druck. Marc Brotesser, Grüße gehen raus. Ja, Grüße auch von mir. Und der war auch noch bei euch, ne? Ja, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich folge auch seinen Lehrfilmen. Die Technikfilme finde ich richtig gut. Auch gerade für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene. Also kannst du echt von der Pike auf lernen, das Mountainbike oder das Mountainbike super, zu Das macht super. Er richtig gut. Ja, hat er auch richtig Spaß dran. Ja, ja. Gut, in diesem Sinne, Grüße sind draußen, danke fürs Zuschauen, tschö mit Ö und arrivederci.